Eigentlich träumen Teufel nicht, schon gar keine Märchen. Doch was jetzt geschah, muss dem roten Teufel vorgekommen sein wie ein Fußballmärchen aus Tausend und einer Nacht. Traumhaft. Kalli, der Retter vom Nil, ist nicht angekommen, übergewechselt oder aufgetreten. Er ist der Mannschaft erschienen. Was er und seine Spieler in den letzten Wochen und Monaten geleistet haben, ist die Sensation der Bundesliga-Geschichte. Und fast hat man es schon vergessen. Das ist nahezu genau dieselbe Mannschaft, die als tabellenletzter Prügelknabe der Bundesliga war. Ja, genau diese Mannschaft, die einen verunsicherten Trainer hatte. Und es war exakt die Mannschaft, die unter den Eskapaden des Stars Wood gelitt. Der rote Teufel aber träumte weiter. Denn Kalli Feldkamp rettete den Abstiegskandidaten und machte ihn zum deutschen Pokalsieger und wechselte auf zwei, drei Positionen die Spieler aus, punktuell verstärkend. Fast eben die Mannschaft. Für Kalli Feldkamp noch lange kein Grund zum Träumen. Ich meine, das sage ich ganz offen in die Kamera, wir können einen einstelligen Tabellenplatz erspielen und der beginnt bei 9. 25.000 Zuschauer wollten heute also den neuen HSV erleben. Anschließend nach dem Spiel sollte im Hafen mit dem Team groß gefeiert werden. Und das sind die Hoffnungsträger der Abstiegskandidaten von gestern. Thomas Doll, 24, früher FC Berlin, soll die Hamburger möglichst in den UEFA Cup schießen. Frank Rothe, 30, auch er vom FC Berlin, will als Libero natürlich verhindern, dass zu viele Tore für den Gegner fallen. Wie auch er. Miroslav Katlec, Schwärmspieler der CSFR, 26, neuer Libero in Kaiserslautern. Rainer Ernst, 28, vom FC Berlin, Lenker im Mittelfeld, der Pfälzer. Kaiserslautern ohne Labbadia, ganz in Rot, der HSV, ohne Yusufi, ansonsten liefen die Wunschformationen auf. Und das ist mit der 10 Rainer Ernst am Ball. Viel Nervosität in der Anfangsphase, der HSV, oft über die linke Seite angreifend. Und hier Thomas Doll. Er spielte gegen Thomas Dulli, technisch stark, der neue Mann beim HSV, aber im Abschluss mit Schwächen und auch athletisch verbesserungsfähig. Armin Eck mit der 7 haben wir da gesehen, über die linke Seite, stärkster HSV-Spieler in der Anfangsphase. Kaiserslautern von Beginn an ohne Hemmungen, das Tempo verschleppend. Wieder Ernst. Scherr. Und dann Foulspiel an Axel Roos. Beide Teams haben ja in der vergangenen Saison vor allem auch im Defensivbereich Probleme gehabt. Die HSV-Abwehr zunächst aber sehr, sehr selten gefordert. Dennoch nicht immer sicher. Jetzt der Freistoß für den ersten FC Kaiserslautern. Mit der 11 sehen wir da Stefan Kunz und Ernst. Die beraten sich noch. Stefan Kunz war ja auch nicht ganz fit in den letzten Wochen, hatte leichte Verletzungsprobleme. Scherr und dann Abseitsposition von Demir Hotic, der Labbadia als zweite Sturmspitze beim 1. FC Kaiserslautern heute vertrat. Strafraumszenen in der ersten Viertelstunde selten. Die Pfälzer enorm zweikampfstark, frühstörend und klug konternd, wie hier. Wieder Kunz, gegen den Kober einen schweren Stand hatte. Einer von nur zwei Eckstößen für den Pokalsieger. Kein Problem für Golz. HSV-Trainer Schock, alles andere als zufrieden in dieser Anfangsphase. Die Hamburger oft zu phlegmatisch, ohne Ideen. Und immer wieder Ballverluste beim Spielaufbau im Mittelfeld. Kunz gegen Rode. Und dann Pfiff. Der Schiedsrichter Michael Prengel aus Düsseldorf, er leitete heute sein erstes Bundesligaspiel, Strafstoß. Die Wiederholung, und sie zeigt absolut korrekt die Entscheidung des Schiedsrichters. Kunz wurde da sicherlich unfair behindert. Und jetzt Rainer Ernst macht sein erstes Tor für den 1. FC Kaiserslautern und bringt die Pfälzer mit 1:0 in Führung in der 17. Spielminute. Die Antwort des Hamburger Sportvereins.
Furtok, von ihm sah man wenig. Chaos im Strafraum der Pfälzer. Matisik und die größte Möglichkeit für den Hamburger Sportverein in der ersten Halbzeit nach 24 Minuten durch Sperl macht Ehrmann zunichte. Nach einer halben Stunde die Hamburger etwas stärker werdend, aber Kaiserslautern immer mit dabei. Hotic. Demir Hotic, der frühere Stuttgarter. Kurz vor der Pause noch einmal der HSV. Doll, Abseitsposition hat da der Schiedsrichter gesehen und deshalb kein Tor. Halbzeitstand also 1:0 für die Gäste aus Kaiserslautern. Die zweite Halbzeit, beide Teams unverändert. Foul und Freistoß für den ersten FC Kaiserslautern. Axel Roos beschwert sich da. Auch er war ja verletzt. Hotic mit der 9, Kunz. Sie hatten viel Zeit, die Pfälzer. Der Schuss, nicht ungefährlich, aber doch am Tor vorbei. Karl-Heinz Feldkamp, die Ruhe in Person, der Trainer des 1. FC Kaiserslautern. Der HSV im Bemühen, das Spiel schneller zu machen und mehr über die Außenpositionen zu verlagern. Thomas von Heesen mit der 8, über weite Strecken blass geblieben heute. Mit der 10 Ballwanz, er ersetzte Yusufi, nur unzureichend. Ballwanz und auch hier Strafstoß nach dieser Szene, Katletsch gegen Sperl. Die Wiederholung, absolut vertretbar, auch dieser Elfmeter. 56 Minuten vorbei, Jan Furtok. 1:1, keine Chance für Gerald Ehrmann. Es war Furtoks beste Tat in diesem Spiel. Und dann ging er, Armin Eck, und für ihn kam als dritte Sturmspitze der Brasilianer Nando beim Hamburger Sportverein. Offensive hieß also die Devise. Und die sah dann so aus. Von Heesen. Lelle. Roos, abseits verdächtig, Spiel läuft weiter. Lelle, 2:1, völlig überraschend. Man rechnete damit, dass der HSV eher in Führung gehen könnte. 2:1 führte Kaiserslautern in der 75. Minute. Wie gesagt, abseits verdächtige Positionen. Belegen können wir das natürlich nicht. Und die Pfälzer weiter munter nach vorne spielend. Stumpf, Lelle. Stefan Kunz, 3:1, nur 60 Sekunden nach dem zweiten Treffer. Und das war's dann auch. Kaiserslautern schaukelte die letzte Viertelstunde souverän nach Hause und gewann mit diesem Ergebnis gegen einen systemlosen Hamburger SV. Die Zuschauer enttäuscht. Karl-Heinz Feldkamp im Gespräch. Ja, dann haben wir zweite Halbzeit besser gespielt. Im Pokalfinale haben wir zweite Halbzeit schlecht gespielt. Ich hatte ein bisschen Angst, nachdem wir auch dieses Elfmetertor hinnehmen mussten, dass wir jetzt einbrechen würden. Aber so wie die Mannschaft sich freigespielt hat, hat sie das ganz hervorragend überwunden. Gegen 14.40 Uhr dichtes Gedränge an den Tribünen aufging. Zur selben Zeit eine Etage tiefer. Die Spieler brennen auf den Anpfiff, machen sich schon in den Katakomben warm. Draußen steigt die Stimmung. Um 15.30 Uhr werden es 30.700 Zuschauer sein. Bevor es losgeht, heißt es Kontrolle der Kleiderordnung. Der DFB will es so. Der Lauterer Hotic hatte gesagt, ehe ich Schienbeinschoner anziehe, stopfe ich mir Zeitungen rein. Erwischt. Und folgsam, jedenfalls für heute. Und das sind die Männer, die die Geschichte dieses Spiels schreiben werden. Der Linienrichter Kurt Zumkier. Axel Roos vom 1. FC Kaiserslautern, Andi Möller von Eintracht Frankfurt, Miro Katletsch, der Libero der Lauterer und Heinz Runde. Zehn Minuten gespielt. Roos,
Binz dazwischen. Gute Stimmung auf dem Betzenberg, sagt es, erstes Heimspiel der Lauterer. Ein Klaps von Uli Stein. Ecke für die Pfälzer, die gleich von Beginn an Druck machen. Frankfurt wollte eher defensiver spielen, ließ die Torjäger Turowski und Jeboa zunächst auf der Bank. Eckball Lelle. Und der lange Reinhard Stumpf war mit vorn. Kein Problem für den vermeintlich besten Torhüter der Fußball-Bundesliga. Aber Sie sehen es, Nerven bei den Frankfurtern zum Auftakt. Wieder Roos beim Anwurf. Und ein paar aufgebrachte Zuschauer. Stefan Kunz. Rot, sein Bewacher dazwischen, klärt. Eigentlich Einwurf für den ersten FC Kaiserslautern, aber Schiedsrichter Dardenne sieht es anders. Tom Dooley zu Recht erbost. Das ist Lauterns Antwort auf Gladbachs Manolo. Und der erste Vorstoß der Frankfurter mit Rot. Und da ist Andi Möller. In der Mitte Eckstein mit der ungewohnten Nummer 6. Ein paar Probleme für die Lauterer Hintermannschaft. Doch dann die Situation geklärt. Die Pfälzer bestimmten eindeutig in dieser ersten Halbzeit, zumindest in den ersten 35 Minuten die Gangart. Das war ein Pass von Ernst auf Scherr. Und Stefan Kunz, der fackelt nicht lange. Hatte im vergangenen Jahr beide Tore zum Sieg hier erzielt. Die Bilanz der Pfälzer gegen Frankfurt in den letzten 10 Jahren top. 18:2 Punkte in den 80er Jahren gegen Frankfurt nicht mehr verloren. Aber die Frankfurter versteckten sich nicht. Wieder Andi Möller. Uwe Bein. Der sieht Möller steil gehen. Und in dieser Situation verletzt sich Tachzahn. Ehrmann leicht, aber er kann weiterspielen. Er ist hart im Nehmen. Möller und Bein verstanden sich ganz gut. Im ersten Durchgang führte Bein Regie. Im zweiten Spielabschnitt riss Andi Möller dann das Spiel mehr an sich. Die Lauterer über Kunz, Kapitän, der auch unter Beobachtung von Berti Vogt stand, genauso wie Binz, der Frankfurter. Und dann der junge Kranz. Zweiter Versuch. Eigentlich schon nach Mainz verkauft, aber Feldkamp hatte darauf bestanden, dass er bleiben sollte. Sie sehen es, das Spiel ging hin und her. Die besseren Torchancen hatte Lautern, aber gefälliger im Mittelfeld die Eintracht. Gut kombiniert hier. Studer, der Verteidiger. Mit rechts, das ist nicht seine Sache. Und das Ganze nochmal. Der angetäuschte Schuss. Die Drehung vorbei. Die Pfälzer über links mit Kranz. Szenen um die 30. Minute herum. Foulspiel hier von Roth gegen Kunz. Ein hartes Duell. Außerhalb des Strafraums. Gut erkannt von Dardenne. Und das sehen wir nochmal. Hier. Zentimeter zwar nur, aber außerhalb. Die logische Folge, Freistoß. Ernst oder Kaplitz? Das ist die Frage. Das übliche Spiel mit der Mauer. Gründel begehrt auf, hält den vorgeschriebenen Abstand nicht ein. Gelbe Karte. Eine von insgesamt 5 gelben Karten in dieser Partie. In der Zwischenzeit nur noch Cutlets am Ball. Achtung! Ein Schuss wie ein Strich. 1:0 für den ersten FC Kaiserslautern. 31 Minuten gespielt. 25 Mal hat er für die CSFR gespielt. Er kam aus Vítkovice und dann dieser Einstand auf dem Betzenberg. Der neue Libero des ersten FC Kaiserslautern, das 1:0 nach einer guten halben Stunde. Darum war Cutlets einer der Männer des Tages. Und so erlebten die Trainer das Tor mit. Euphorie hier. Versteinerung dort.
und dann aufgepasst. Eine ganz wichtige Szene in diesem Spiel gleich. Gründel auf Studer und rechts oben. Achtung, erkennen Sie gleich ein Foul von Roos an Möller. Was war passiert? Ja, war Zweikampf gewesen. Andi hält mich. Ich halte ihn auch und dann gab es eine Rübigkeit und dann habe ich mich versucht loszureißen und dann habe ich noch ein bisschen getroffen. Absicht von Ihnen oder nicht? Nee, Absicht nicht. Das entsteht im Eifer des Gefechtes. Über die Absichtlichkeit dieser Attacke wurde dann beraten. Schiedsrichter Dardenne bei seinem Linienrichter Kurt Zumkier, dem 32-jährigen Bankangestellten. Und der sah einen Ellbogencheck. Das zumindest vermittelte er dem Referee. Die Konsequenz, bitte rumdrehen, Rücken Nummer 8. Rote Karte. 40 Minuten am Betzenberg in Kaiserslautern gespielt. Und er, einer der Männer dieses Spiels, Axel Roos, genau wie Linienrichter Zumkier, der das Foul gesehen hatte. Frankfurt jetzt mit einem Mann mehr auf dem Platz und Raum. Möller. Laufstärker als Katletsch und Ehrmann. Halbzeit am Betzenberg, eine verdiente Führung für Lautern, aber man war gespannt, wie es weiterging in Unterzahl. Frankfurt bot die schwarze Perle auf. Anthony Yeboah kam zum zweiten Durchgang. Roth blieb für ihn in der Kabine, Weber rückte damit in die Verteidigung zurück. Und da ist Yeboah. Gründel. Wieder Gründel, der sich steigerte in diesem Spiel. Und Falkenmeier. Er war der Feuerwehrmann der Frankfurter, wie schon in den letzten Monaten nach hinten weg, machte hinten alles dicht, zusammen mit Charlie Körbel und Binz. Ralf Falkenmeier, wieder Gründel. Und eine Rangelei zwischen Kranz und Gründel. Der Schiedsrichter erkennt auf Freistoß für Eintracht Frankfurt. Es ist die 56. Minute, das ist Gründel und Achtung, gleich kommt Möller ins Bild. Die beiden beraten sich, eine wichtige Szene. Möller, der in Frankfurt nicht die 10 tragen darf, dieses Privileg ist Uwe Bein vorbehalten. Aber auch mit der 9 auf dem Rücken kann er Pässe schlagen, genau auf Gründel, wie abgesprochen. Das 1:1 nach 56 Minuten auf dem Betzenberg in Kaiserslautern. In der Zwischenzeit verdient, denn das Lauterer Spiel hatte einen Bruch bekommen, nachdem Roos den Platz hatte verlassen müssen. Stellungsfehler natürlich hier auch vom langen Stumpf, der Gründel unbedrängt einköpfen lässt. Berger wieder zufrieden, der Blick zur Uhr. Kaiserslautern mit Ernst, der nachließ, dann der Polizist Lelle und Kopfball Stefan Kunz. Nach längerer Zeit taucht er mal wieder am gegnerischen Strafraum auf. In der Zwischenzeit wurde er von Charlie Körbel bewacht und sein Aktionsradius wurde kleiner. Wechsel beim 1. FCK. Für Frank Lelle kommt Guido Hoffmann vom FC Homburg verpflichtet. Sein erstes Spiel auf dem Betzenberg für den 1. FC Kaiserslautern. Da haben wir Hoffmann. Er tat sich schwer ins Spiel zu finden. Otic, Doppelpass mit Ernst. Hoffmann. Und Sie sehen, wie umständlich die Lauterer plötzlich im zweiten Durchgang operierten. Das, was in der ersten Halbzeit leicht vom Fuß gegangen war, das misslang jetzt meistens.
Uli Stein kaum mehr geprüft in dieser Phase. Freistoß Ernst. Und Duli fliegt vorbei, reklamiert, dass er gestoßen worden sei. Aber ich denke, auch in der Wiederholung sehen wir hier, dass es nur ein freier Flug von Duli war. Binz, Möller. Über ihn lief im zweiten Durchgang fast alles. Wieder Binz, schaltet sich vorne mit ein, Doppelpassversuch. Aber Sie sehen es, auch die Frankfurter in Überzahl machten es nicht besser. Statt das Spiel auseinanderzuziehen, konzentrierten sie sich auf Angriffe durch die Mitte. Konter der Lauterer über Stefan Kunz. In der Zwischenzeit, wie gesagt, Weber bei ihm. Um 17.14 Uhr, eine Minute vor dem Abpfiff, immer noch 1:1. Sollte man darüber froh sein in Kaiserslautern oder nicht? Dann ist Schluss. 1:1 also das Schlussergebnis. Michael Pfad und eine alte und wohl noch nicht ausgestandene Fehde zwischen Möller und Feldkamp. Andi Möller, die Szene in der 39. Minute mit dem Axel Roos, was war los? Ja, ich meine, es war nicht nur die 39. Minute, es war glaube ich auch gleich am Anfang, die zweite oder die dritte Minute, da war der Ball hier auf der anderen Seite und er tritt mir, also der Ball war gar nicht in der Nähe und tritt mir voll von hinten rein. Und ich kann dem Axel Roos normalerweise gar keinen Vorwurf machen, sondern ich weiß, von wem er geimpft worden ist. Von wem denn? Das liegt ja auf der Hand, oder? Noch eine Frage, also das geht klar gegen Kalli Feldkamp, kann man so sagen, ja? Ist das noch nicht vergessen? Von meiner Seite aus war es lange Zeit vergessen gewesen, aber er hat damit angefangen. Aber ich musste ihm heute hier nichts zeigen, ich musste ihm nichts beweisen, sondern er hat damals schon gesehen, wie gut ich war. Wissen Sie, ich bin jetzt leid. Langsam soll er lernen und sich ein bisschen aus den Kinderschuhen bewegen. Ich weiß nicht, warum er mir einen Vorwurf machen will. Ich habe weder einem Spieler eine Order gegeben, das zu tun, noch sonst was, sondern nur Fußball zu spielen. Ich bin es leid. Ich habe das auch dem Herrn Vogt gesagt, dem Berti, dass er sich langsam um Nationalspieler kümmert, die im Vorspiel ein Vorfeld ein Spiel anheizen. Wenn das die Zukunft unserer Nationalspieler ist, solche, sage ich jetzt mal, solche Jungs, dann tut es mir wirklich leid. Ich möchte das mal ganz krass sagen. Er soll langsam aufhören, sich in der Hinsicht zu äußern. Er hat in den nächsten Monaten genug Zeit, sich zu profilieren. Jetzt wird es aber langsam Zeit. Das Spiel der Woche wird angesichts dieser Attacken sicher noch ein Nachspiel haben und damit von einem Spiel, das gut begann und am Ende schwächer wurde, wieder zurück in unser Kölner Studio zu Uli Potowski. Fußball-Hochzeit im Revier. Schalke, Duisburg, Wattenscheid, Bochum und natürlich Dortmund. Im Westfalenstadion herrschte vor 36.000 so etwas wie Festtagsstimmung. Es galt, einen Rekord zu feiern. Horst Köppel hat es geschafft, den Bundesliga-Trainer-Rekord bei Borussia Dortmund einzustellen. 71 Bundesligaspiele. Auch Feldkamp hatte es hier nicht so lange geschafft. Er wurde im April 83 gefeuert, nachdem die Borussia im Pokal gegen Fortuna Köln mit 0:5 verloren hatte. Feldkamps Lauterer beim Einwurf. Kunz, Kopfball und der Ball ist im Tor. 1:0 für den 1. FC Kaiserslautern nach bereits 8 Spielminuten. Stefan Kunz ließ sich feiern, aber es war ein Eigentor von Thomas Helmer. Nach dem Einwurf des starken Markus Kranz schafft Helmer somit, was Kunz wollte. Für Helmer ist dies eine Fortsetzung seiner Pechphase. Gegen Stuttgart und gegen Fürth hatte er ebenfalls in entscheidenden Momenten gepatzt. Die 12. Minute im Westfalenstadion, Eckball Schupp. Und Reinhard Stumpf. Ja, die Dortmunder Abwehr, alles andere als sattelfest. Es wurde Zeit, dass die Borussia mal was tat. Tat sie auch. Michael Rummenigge beim Freistoß. Und Gerhard Poschner. Schön pariert von Gary Ehrmann. Das ist Poschner. 33 Minuten dann gespielt, die Borussia mit Schwierigkeiten, Paulsen ehrgeizig, will an den Ball und ein derbes Foul an Gary Ehrmann. Eine unschöne Szene, für die es aber kein Gelb gab. Naja, niemand wird für ein solches Grätschen so viel Verständnis haben wie Lauterns Torwart Gerald Ehrmann. Die Tafel, der Torschütze, der keiner war und das Halbzeitergebnis. Unerwartet, aber nicht unverdient. Zur Pause wechselte Dortmund, für Defensivspieler Kutowski kam Stürmer Martin Driller. Aber zunächst setzten wieder die Lauterer die Akzente. Schön das Spiel der Pfälzer. Lelle. Und Teddy de Beer. 55 Minuten gespielt.
Da begannen die verunsicherten Dortmunder die Nerven in den Griff zu bekommen. Helmer, das war schon mal ein Anfang, aber Helmer blieb nach seinem Patzer auch im Angriff glücklos. Dortmund drehte auf. Rummenigge. Frank Mill. Schön vorgelegt für Flemming Paulsen, aber zu hoch. 3 Minuten später, kritische Phase für Lautern. Thomas Frank aus dem Hinterhalt, abgefälscht. Thomas Frank, der neue Borusse auf der rechten Seite. Wieder Rummenigge, Sekunden später. Michael Zorc. Tjaja, im Dortmunder Sturm steckte der Wurm. Wieder nichts. Zur Abwechslung Lautern. Hotic, De Beer, noch einmal Hotic und wieder De Beer. Das war sie, die große Möglichkeit zum 2:0 für die Pfälzer, aber Hotic war da meines Erachtens etwas zu halbherzig. Mitte der zweiten Halbzeit, Borussia in Schutzstellung, Ernst mit einem Freistoß treten und De Beer. Ernst übrigens der beste Lauterer, ein Mann mit vielen Ideen, mit tollen Pässen. Noch 10 Minuten, immer noch 1:0 für Lautern. Frank, es wollte nicht klappen. Gary Ehrmann will den Ball nehmen zum Abschlag, wird dann allerdings festgehalten und dann auch noch von den Zaungästen bespuckt. Eine Ladung Bier aus der zweiten Reihe. Und dafür gab es tatsächlich die gelbe Karte. Schiedsrichter Wiesel ist sicherlich einer der besten deutschen Schiedsrichter, aber diese Verwarnung war ein Witz. Noch 7 Minuten zu spielen. Lauterer lassen sich Zeit. Katletz, der GSFR-Auswahlspieler. Kunz und Hotic. 2:0 für Kaiserslautern. 84. Minute. Die Entscheidung im Westfalenstadion. Schön dieser Pass in den Lauf von Stefan Kunz. De Beer reagiert prima. Nikolic in die Hacken und dann ist Hotic da mit dem 2:0 für den ersten FC Kaiserslautern. Der Torschütze. Der Rest der Spielzeit war lauterer Zauberei. Es wäre ein leichtes gewesen, noch ein drittes oder viertes Tor zu erzielen. Katletz. Es blieb beim 0:2. Kalli Feldkamp, er feierte den Sieg mit einem Freudentanz. Horst Köppel machte sich indes Sorgen um Thomas Helmer. Es sollte ein heißer Tanz werden am Betzenberg zu Kaiserslautern. 30.000 Zuschauer bei einem Spiel, das sie so schnell nicht vergessen werden. Der FCK von links nach rechts in Rot mit Lelle. Viele Nicklichkeiten im Spiel. Schiedsrichter Löwer zückte 7 gelbe Karten. Das alleine ein Beleg für die Ruppigkeiten. Und ein erster gefährlicher Freistoß von FCK-Libero Katletz, dem ehemaligen Nationalspieler der CSFR aus Witkowice. Die Berliner Ketz mit Axel Kruse und er stürzt zu Boden. Elfmeter, ja oder nein? Was meint Gary Ehrmann, der hier die gelbe Karte sieht? War es ein Elfmeter oder keiner? Also von meiner Seite aus war es kein Elfmeter. Ich habe berührt? Nee, ich habe nicht berührt. Ich habe gesehen, dass er den Ball sich zu weit vorlegt und halte mich extra zurück. Also für mich war es eine Fehlentscheidung. Für Ehrmann eine Fehlentscheidung. Wir haben die Zeitlupe. Wir meinen, Ehrmann hat Kruse am Fuß erwischt. Schiedsrichter Löwer lag wohl richtig. Norbert Schlegel 1:0 für Hertha BSC. Gespielt waren 21 Minuten im Stile von Johann Neeskens. Der Torschütze und der Gegenangriff. Lelle. Tor. Keine 40 Sekunden gespielt nach Wiederanstoß. Und jetzt konnte Kalli Feldkamp jubeln. Frank Lelle vorbei an Greiser und an Junkhans zum 1:1 in der 22. Minute. Der Ball noch leicht abgefälscht. Viel Hektik. Kunz gegen Greiser. Zu Recht
ließ Herr Löwer hier weiterspielen. Greiser hatte klar den Ball gespielt. Ein schweres Amt für den Unparteiischen. Große Hektik am Betzenberg. Kruse. Die Berliner versteckten sich überhaupt nicht. Bei ihnen fehlte Rahn. Die Chance hatte eben Patzke. Stumpf gegen Klaus. Der Schiedsrichter in der Wahl seiner Mittel nicht immer überlegt und glücklich. Hier gab es für ein Foul die gelbe Karte. Welchen Spielraum soll ein Unparteiischer dann noch haben, wenn es hier schon gelb gibt? So eine Szene wäre auf der britischen Insel belächelt worden. Der Freistoß von Patzke, Abwehr Lelle, Schlegel und Tor. Wiederum geht Hertha BSC in Führung. 2:1, 30. Minute, die Wiederholung. Der letzte Hertha-Sieg am Betzenberg liegt lange zurück. Am 1.10.76 gewannen die Berliner hier durch Tore von Beer und Granica mit 2:0. Ob Werner Fuchs an diese Sache eben dachte? Gegenangriff, wieder nur 40 Sekunden gespielt. Turbulenzen und Tor. Nicht zu fassen. 2:2 durch Demir Hotic. Sein erstes Tor für den 1. FC Kaiserslautern am heimischen Betzenberg, seit er aus Stuttgart übergewechselt war. Ein packendes, ein rasantes Spiel. Berlin mit Patzke und Ehrmann. Dann reagierte Kalli Feldkamp und brachte Tom Dooley für den überforderten Stumpf. Und wieder Kunz gegen Jakobs. Der Lauterer Kapitän aggressiv, Jakobs mischt mit. Ich glaube, wir werden das noch einmal in der Zeitlupe sehen. Kein leichtes Amt für den Schiedsrichter. Beide kamen hier ungestraft davon. Aber hier erwischte es Axel Kruse. Nach diesem Schubser gab es die gelbe Karte. In der 44. Minute zückt Löwer die gelbe Karte gegen den Berliner Axel Kruse. Zur Pause 2:2. Hier der Halbzeitpfiff. Und am meisten freute sich wohl der Schiedsrichter auf den Pausentee. Und dann die zweite Halbzeit. Werner Fuchs mit einem Blick auf die Aufstellung. Haber für den verletzten Ernst, nämlich bei Lautern dabei. Und es ging weiter mit Ruppigkeiten. Freistoß für Lautern, gelbe Karte gegen den eingewechselten Gries, er kam für Greiser. Aber es war eine Schwalbe von Scherr, Fehlentscheidung. Freistoß, Kunz, Junkhans. Angetrieben vom Trommler entwickelte sich das Spiel immer mehr zu einem Schlagabtausch im Hexenkessel. Scherr und Dooley verfehlt. Die 30.000 nicht mehr zu bremsen. Und Hertha aufopferungsvoll, mit viel Mut, mit einer hervorragenden Saisonleistung, der besten Leistung des Aufsteigers in dieser Saison. Lünzmann. Und im letzten Moment verfehlt Fred Klaus, der von Dooley auch noch leicht gestoßen worden war. Die Lauterer. Scherr. Latte. 60. Minute. Wiederholung, Uwe Scherr, bei Lautern fehlen ja weiterhin die Verletzten Friedmann, Labbadia und der gesperrte Axel Roos. Trainer Werner Fuchs, Katletsch, der Libero, Kunz, ein Vorbild für die Mannschaft und abgefälscht, Tor. 3:2, 75. Minute, Torschütze, Mannschaftskapitän Stefan Kunz. Der Betzenberg taumelte. Die Wiederholung ausgerechnet von dem zweimaligen Torschützen der Berliner, Norbert Schlegel, abgefälscht. Unerreichbar für Junkhans zum 3:2, der Ball im Netz. Und die Zuschauer bejubelten noch den Torschützen Kunz. 22, 23, 24 Sekunden gespielt und wiederum Tor. Nicht zu fassen. 3:3 durch Mike Lünzmann für Hertha BSC. 3:3 in der 76. Minute. Noch 6 Minuten, Kalli Feldkamp meinte, passt nur auf, aber es sollte noch längst nicht alles gewesen sein. Katletsch, Hotic, Katletsch, Foul von Holzer und der Schiedsrichter sagt Elfmeter. Jetzt wird er noch von den Berlinern bedrängt und er zückt die gelbe Karte gegen die Nummer 9, gegen Kruse.
Und hier die Wiederholung. Das Foul von Holzer deutlich vor dem Strafraum. Ganz deutlich zu erkennen. Eine Fehlentscheidung von Lothar Löwer. Und Stefan Kunz in der 85. Minute gegen Junghans zum 4:3 für den FCK. Die Wiederholung. Das war's. Durch eine Fehlentscheidung kam der FCK zu einem glücklichen 4:3-Sieg. Schiedsrichter Löwer heute überfordert, pfiff ab. Einige Fragen waren jetzt am Betzenberg zu stellen. Axel, ich verstehe, dass Sie alle jetzt sehr erregt sind. Haben Sie mitbekommen, dass Sie 2 gelbe Karten bekommen haben? Ja, das habe ich mitgekriegt. Da sieht man die Leistung von dem Herrn da im Schwarz. Das war eindeutig 2 Meter außerhalb des Strafraums. Es gibt ja 11 Meter. Wir wurden um unsere Früchte betrogen hier. Und das muss man eindeutig so sagen. Das haben alle mitbekommen, bloß der Schiedsrichter nicht. Das drückt ja das aus, was ich sagen will. Der war nicht mehr auf der Höhe am Schluss. Der Hertha-Spieler Kruse glaubt, 2-mal die gelbe Karte gesehen zu haben. Ja, das ist eigentlich schön, wenn er das glaubt, aber ich habe in der 85. Minute nicht den Spieler Kruse, sondern den Spieler Scheinert verwarnt mit der Nummer 7. Der Kruse hat bereits in der 44. Minute die gelbe Karte gesehen, das ist richtig. Das ist schön, wenn Herr Löwer das glaubt, aber unser Bild sagt etwas anderes. Scheinert greift zwar hier Herrn Löwer an, Kruse kommt dazu und jetzt verwechselt der Schiedsrichter die beiden Berliner Blondschöpfe und zeigt ganz deutlich zu erkennen, vorne Kruse vis-à-vis ins Gesicht schauend die gelbe Karte. Ich habe eine Zeitlupe gesehen und ich meine, es sei eher außerhalb als innerhalb des Strafraums. Von meinem Blickwinkel aus, Herr Waag, war es auf der Linie. Die Linie zählt zum Strafraum und somit war es drin. Deswegen gab es für mich keine Diskussion. Ich habe noch zum Linienrichter geguckt, der hat diese Entscheidung bestätigt, ging zur Eckfahne, da war für mich die Sache doppelt klar. Dritt. Die Schiedsrichter haben es sehr schwer, denn die Spieler machen auch sehr viel Theater. Hier ist die Tabellenspitze. Kaiserslautern mit 7:1 jetzt zunächst mal allein vorn. Frankfurt könnte morgen eine Antwort geben in Bochum. Und unten das Tabellenende. Hertha BSC jetzt deutlich letzter. Aber die anderen haben schwere Spiele. Gladbach gegen Köln, Karlsruhe gegen Bayern. Und zwar mit ihm, Jürgen Aust, 30 Jahre alt, sein erstes Bundesligaspiel als Schiedsrichter. Ungewöhnlich natürlich, dass ein Neuling gleich so eine hochkarätige Begegnung leiten durfte. Er kommt aus Köln und ist vom Beruf Bürovorsteher. Die Farbenaufteilung Bayern rot, Lautern weiß, der Schiedsrichter schwarz. Die erste Chance für Bayern nach 10 Minuten vor 27.000 Zuschauern, Strunz. Toll hatte sich Strunz durchgesetzt, wollte Katletz tunneln, um zum freistehenden Wohlfahrt zu spielen, aber das klappte nicht ganz. 13. Minute, eine Szene, über die diskutiert wurde. Der Zweikampf Grahammer-Katletz. Grahammer geht zu Boden, die Zuschauer forderten den Elfmeterpfiff, doch der blieb aus. Zu Recht, wie ich glaube. Mit meiner Meinung ist allerdings Roland Grahammer nicht einverstanden. Er meint, es war ein Foul. Ich bleibe jedoch bei meiner Meinung, auch wenn Grahammer mit Verdacht auf Kapselriss im linken Sprunggelenk ausschied. Für ihn kam Manfred Bender. Strunz die Fäden im Mittelfeld zog. Immer noch Strunz. Schöner Pass zur Wohlfahrt. Und der Ball ist im Tor. Jubel im Stadion, aber der verhallte schnell, denn Bürovorsteher Aust hatte gepfiffen, was die Zuschauer auf der Haupttribüne nicht sahen. Wohlfahrt hatte den Ball mit der Hand mitgenommen. Hier ist die Szene. Moment. Allerdings sehe ich was anderes auf dem Monitor. So, die Technik hat uns einen Streich gespielt. Hoffentlich dauert er nicht allzu lange. Und ich frage jetzt erst einmal die Regie mit einem Blick nach oben und nach unten, wie es weitergeht. Ich glaube, wir können mit München weitermachen. Na, dann warten wir noch ein bisschen. Nein. München kommt wieder. Ja, da sind wir wieder in München. Ich weiß nicht, woran es gelegen hat. Hier noch einmal diese Szene. Hier ist das Handspiel in diesem Augenblick von Roland Wohlfahrt, Herr Aust. Der Schiedsrichter hatte es gut gesehen. Das Spiel in dieser ersten Halbzeit nicht besonders gut. Vor allem die Lauterer sehr schwach. Hier die einzige Chance in der ersten Halbzeit durch Schupp. Auch Augenthaler versucht es aus der zweiten Reihe, aber Ehrmann ist so nicht zu bezwingen. Effenberg
Laudrup zu Bender und Pflügler, brasilianisch. Und dann sagt noch einer, der Pflügler sei kein Techniker. Das war richtig gut. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass er selber danach errötet ist. Stefan Reuter, der Weltmeister, verliert den Ball gegen Guido Hoffmann. Was macht er? Er lässt sich fallen. In der Hoffnung, dass Jürgen Aust darauf hereinfallen würde. Aber der Kölner Schiedsrichter blieb auch in dieser Szene souverän, ließ weiterspielen und zwar zu Recht. Noch 2 Minuten, dann bis zur Pause, noch immer 0:0. Dorfner, Kranz dazwischen, Dorfner, Wohlfahrt. Und da ist Ehrmann geschlagen, die Führung für den FC Bayern hochverdient, denn Lautern hatte bis dahin zu wenig für die Offensivarbeit getan. So, noch einmal, Kranz hatte schon den Ball zwischenzeitlich, verlor ihn dann jedoch wieder. Wohlfahrt überlegt zum 1:0, das schauen wir uns noch ein drittes Mal an. Pause, auch für ihn. Bayern nach der Pause unverändert, Wohlfahrt, Bender, Dorfner, Effenberg, Dorfner, Strunz, Dorfner, ein Traumtor, 2:0 für den FC Bayern. Ja, sowas möchte man öfter sehen in Deutschlands Stadien, eine super Kombination, der doppelte Doppelpass. Gerd Müller saß nicht weit von mir auf der Tribüne entfernt und er hatte feuchte Augen bei diesem Tor. Wie oft haben wir es gesehen? Beckenbauer, Müller, Beckenbauer. Und hier traten Dorfner und Co. in ihre Fußstapfen. Dann Eckball von Bender. Strunz. 3:0. 53 Minuten gespielt. Das 1:0 war in der 43. Minute gefallen. Also 3 Tore innerhalb von 10 Minuten. Kablets schlechte Abwehr. Und Strunz, der beste Bayer heute, erfolgreich. Und weiter die Münchner. Laudrup, nicht so stark wie im Supercup-Spiel. Das lag vor allem an Gegenspieler Markus Kranz. Aber hier holt Laudrup einen Eckball heraus. Von rechts wurden sie getreten von Bender. 63. Minute. Und wer genau hingesehen hatte, der hatte bemerkt, dass nach Laudrups Kopfball Demir Hotic den Ball ins eigene Tor beförderte. Hotic, hier trifft er den Ball. Letzte Woche war er gegen Hertha erfolgreich, heute für Bayern. Das Ergebnis 4:0. Laudrup verliert den Ball gegen Kranz, Konter. Demir Hotic will es wieder gut machen. Zweikampf mit Augenthaler und Hotic kommt zu Fall. Dass er noch beim 4:0 versucht, einen Elfmeter zu schinden, ist mir schleierhaft. Noch einmal, Hotic wickelt sich um Augenthaler. Sternkopf übrigens saß heute auf der Bank, kam nicht zum Einsatz. Um Sternkopf dreht sich auch die Bundesliga-Story, die die ZDF-Sportreportage am Sonntagnachmittag zeigen wird. Der Schlusspfiff von Schiedsrichter Aust. Der Vorsteher kann am Montag frohen Mutes ins Büro gehen. Er hat gut gepfiffen und lag damit weit über der Leistung der Lauterer. War das jetzt ein Spielergebnis, das der Spielstärke der beiden Mannschaften im Eigentlichen entspricht? Ja gut, bei 4:0 ist ein bisschen zu deutlich, aber man hat schon gesehen, dass hier, ich will jetzt nicht sagen, einige Spiele überfordert sind, aber wir haben Grenzen. Ja, ich glaube, dass wir uns noch weiterhin steigern können und auch werden, weil das ist natürlich, da mit dem heutigen Spiel ist nicht unser Leistungspotenzial ausgeschöpft. Welche Erkenntnisse nehmen Sie mit auf die Heimfahrt? Ja, dass man in Bayern nicht mit 7 Leuten nur spielen kann. Das ist das Entscheidende. Man kann eine Durchschnittsmannschaft haben, aber man muss 11 Mann auf dem Platz haben und dann mit den eigenen Mitteln versuchen, auch die Bayern zu beschäftigen. Das ist uns heute überhaupt nicht gelungen.
Ohne Stefan Kunz, der sich gestern im Abschlusstraining eine Knieverletzung zugezogen hatte, musste der 1. FC Kaiserslautern dieses Heimspiel antreten. Erstaunlich, dass nach dem 0:4 von München und 5 Tage vor dem Europacup-Spiel gegen Genua wieder 26.000 Zuschauer auf den Betzenberg pilgerten. Schiedsrichter Hans-Jürgen Kasper aus Lindau im Harz. Und er hatte es nicht leicht. Dieses Handspiel hatten seine Linienrichter nicht signalisiert. Aber ein Schiedsrichter und gerade in Kaiserslautern braucht die Unterstützung seiner Linienrichter. Sonst kann er baden gehen. Der 1. FC Kaiserslautern mit einer ersten Möglichkeit. Demir Hotic und Andreas Köpke. 23. Minute. Drews für die Nürnberger. Und das ist ein Kopfball von Uwe Weidemann, dem 10-maligen DDR-Auswahlspieler. Sein erstes Spiel von Beginn an. Kalli Feldkamp noch zurückgelehnt. Einwurf für die Lauterer. Lelle. Haber. Scherr. Hotic und Köpke. 25. Minute. Noch einmal diese schöne Aktion, den nach unten gedrückten Kopfball von Hotic und die Parade von Andi Köpke. Eckstoß Lelle. Stumpf. Hotic und jetzt zappelt der Ball im Netz. 1:0 für den 1. FC Kaiserslautern nach 28 Minuten. Torschütze Demir Hotic. Große Begeisterung, die Wiederholung. Lelle. Diese Szenen übt man im Training. Stumpf verlängert und am langen Pfosten steht Hotic. Und noch einmal aus anderer Perspektive. Ein Tor, das Hotic besonders gegen Ari Hahn machte, der ihn ja damals beim VfB ausmusterte. Dann diese Aktion. Foul von Weidemann an Haber. Schnell ausgeführter Freistoß. Rainer Ernst. Hotic, Tor. Ein Tor des Monats. Sie haben es vorhin schon im Vorspann gesehen. 2:0 durch Demir Hotic, der alles wagte und alles gewann. 31. Minute, das 2:0, unhaltbar für Köpke, direkt genommen. Hotic, 4. Tor in dieser Saison. Damit hat er gleichgezogen zu dem Nürnberger Jörg Dittwar und führt die Torschützenliste mit an. Die Begeisterung auf dem Betzenberg schwappte über. Andi Köpke konnte sie natürlich nicht teilen. Aber die 26.000 mit Laola. Hektik ist freitagsabends immer angesagt. Achten Sie auf diese Szene. Haber und Wagner. Gerangel und ein Ellbogenschlag von Wagner. Was meinte der getroffene Haber? Er hat gesagt, er wollte sich losreißen und hat mich dabei getroffen. Das war keine Absicht. Ich hatte keine Absicht und nicht. Was sehen Sie denn? Ja, ich hab's genauso. Wir haben uns beide festgehalten. In dem Gerangel hat er sich, wie gesagt, wollte er sich losreißen und hat mich getroffen. Eine faire Aussage von Marco Haber. So etwas kann am Betzenberg wohl schon mal passieren. Aber achten Sie noch einmal darauf. Für solche Sachen könnte es manchmal Rot geben, wenn man bedenkt, wir haben es eben gesehen in dem Spiel in Karlsruhe, für was Wolfgang Rolf eine rote Karte bekommen hat. Ari Hahn unzufrieden zur Pause, 0:2 gegen seine Mannschaft und bei Lautern jetzt Lutz für den verletzten Ernst. Die Nürnberger mit Wirsching. Sie müssen immer noch die verletzten Dusent, Kurz und Filipkowski ersetzen. Mit Pauken und Trompeten ging es am Betze weiter. Angriff, Ecke, Lelle. Haber, Hotic und oben am Bildrand, hier eingerahmt, nimmt der Linienrichter die Fahne hoch. Er zeigt eine Abseitsstellung an. Immer noch. Der Schiedsrichter sieht es nicht. Das Spiel läuft weiter. Wieder Lelle. Die Nürnberger protestieren. Schon 20 Sekunden lang. Das Spiel läuft weiter. Und es musste ja dann so kommen. Tor zum 3:0 durch den eingewechselten Roger Lutz. 59. Minute, 3:0, nachdem vorher eine Abseitsstellung angezeigt worden war. Die Wiederholung. Lutz aus der Drehung ins lange Eck. Was sagen die Beteiligten zu dieser Aktion? Ari Hahn protestiert, aber man weiß ja, das hat keinen Erfolg. Ich hatte eine Abseitsposition angezeigt, das ist korrekt. Der Schiedsrichter hat die Situation anders gesehen als ich. Wir haben uns kurz ein Zeichen gegeben. Daraufhin begann ein neuer Spielzug und dementsprechend für mich keine Veranlassung, dieses Tor abzuerkennen.
Für mich war eine Abseitsstellung gegeben. Ich habe den Vorgang aber anders beurteilt. Wie der Kollege Kemling schon sagt, Zeichen gegeben. Das Spiel ging weiter und nach weiteren 2 bzw. 3 Spielzügen fiel ja erst dieses Tor. Es gab also keinen Grund für mich, den Linienrichter nochmal zu befragen, weil in dem Moment das Abseits aufgehoben war, nachdem dabei ja rausgespielt war und wieder 2 bzw. 3 Spielzüge dazwischen lagen. Diese Punkte, die ich angesprochen habe, macht es ja immer wieder schwer, in Kaiserslautern und Betzenberg zu spielen, weil diese besonderen Umstände offenbar auf jeder wirken. Und wenn ein Schiedsrichter das erste Mal pfeift in der ersten Liga und dann Betzenberg, ist es natürlich unheimlich schwierig, vielleicht sogar etwas zu viel gefragt. Man kann Ari Hahn und die Nürnberger verstehen, obwohl Hans-Jürgen Kasper nicht sein erstes Bundesligaspiel pfiff, sondern nur das erste am Betzenberg. Frank Lelle, der Club, resignierte. Dem 1. FC Kaiserslautern gelang nun fast alles. Und Roger Lutz, der eben das Tor geschossen hatte, nun auf der anderen Seite erfolgreich mit einem kuriosen Eigentor, nur ganz knapp eingefangen, aber dafür gleich noch einmal in der Wiederholung. Nicht Wirsching, der sich hier freut, sondern Roger Lutz war der Torschütze. Eigentor zum 1:3, 10 Minuten vor dem Ende. Das Spiel entschieden, der 1. FC Nürnberg, obwohl beim 0:3 benachteiligt, klar die schlechtere Mannschaft. Der Sieg des 1. FC Kaiserslautern ging klar in Ordnung. Goldbeck und nochmal ein Handspiel. Und ich frage mich wirklich allen Ernstes, warum der Linienrichter auch das nicht sah. Der Schiedsrichter gerade in Kaiserslautern nicht zu beneiden, wenn seine Linienrichter ihn so alleine lassen oder in anderen Situationen nicht auf sich aufmerksam machen. Was soll ein Schiedsrichter dann machen? Unschön, Jörg Dittwar, der Nürnberger, musste dann noch verletzt vom Platz getragen werden und er hatte Vorwürfe. Wie die Szene vorbei war, kommt der Friedmann her und haut mich mit der Faust oder mit dem Ellenbogen voll auf die Schläfe. Also das weiß ich noch, aber dann sind so 1-2 Minuten Lichter ausgegangen. Aber jetzt geht's schon wieder. Die nüchterne Bilanz gegen Kaiserslautern wohl nie, denn es wurde eines der torreichsten aller Zeiten. Platz 5 in der ewigen Bestenliste, die seit 78 Gladbachs 12:0 gegen Rehagels damalige Dortmunder anführt. Es begann, wie könnte es anders sein, in der 13. Minute und mit einem nicht korrekten Tor, weil Torschütze Duli beim Vorspiel zu diesem Treffer im Abseits stand. Hier nämlich im Augenblick von Lelles Schuss. Der Querschläger kam dann zu Hoffmann. Der Querpass von Hoffmann zu Duli, dessen Tor Lautern führte 1:0. Horst Wohlers blass um die Nasenspitze in Uerdingen dürfte es zügig für ihn werden. Zügig machte der Pokalsieger weiter, weil bei Uerdingen so Wohlers keine Bundesliga-Format erreichte. Auch Torhüter Dreher nicht, der gegen Habers Heber machtlos war bzw. zu weit vor der Linie. In der 22. Minute fiel dieser Treffer. Die Lauterer hatten sich ja gestern Wattenscheid gegen den HSV angesehen und dabei ein ähnliches Tor. Da war Uerdings Anzeigentafel noch ausreichend, auch nach dem Anschlusstreffer von Zietsch in der 29. Minute. Nach einer Ecke nutzte er Lauterer Nachlässigkeiten in der Abwehr. Der Anschlusstreffer, neue Hoffnung, die Wiederholung dieser Hoffnung. Doch Hoffmann machte sie schon 3 Minuten später zunichte. Pass von Hotic, der Tag der offenen Tür, ging munter weiter. 3:1 für den Pokalsieger gegen den Ex-Pokalsieger, die 32. Minute. Zuständig fühlte sich keiner, die anderen werden es wohl schon richten. Doch schon weitere 3 Minuten später glimmte es wieder das Hoffnungsfünkchen. Holger Fach entfachte es, 2:3 nur noch. Und danach hatte Fach es eilig. Es gab ja auch noch viel zu tun bis zum Einzug in die Rekordliste. Noch einmal Fachs Tor. 2:3, auch der Halbzeitstand. Und auf der Anzeigentafel wurde es nun schon eng. Und das erst recht, als Lautern 2 Minuten nach Wiederbeginn das nächste Tor erzielte. Erneut war Hoffmann der Schütze. Er schloss Lauterns Trainingsübung 5:3 mit dem 4:2 ab. Von so vielen Fehlern ließ sich auch Lauterns Torhüter Gerry Ehrmann anstecken. Er griff an dieser Flanke vorbei und Klaus nutzte den Fehlgriff zum 3:4.
Und auf der Tafel wurde nun schon ein Tor unterschlagen. Oben verschwand immer eins, wenn unten ein neues hinzukam. Wie das von Lelle zum 5:3 der Lauterer in der 58. Minute. Ein Alleingang, interessiert verfolgt von 6 Uerdinger Zuschauern. Horst Wohlers mochte schon gar nicht mehr hinschauen. Solche Gegentore sind ja auch unglaublich. Goldbeek, die 70. Minute, 6:3 für die Lauterer nach Kunzpass. Uerdings höchste Heimniederlage aller Zeiten und das 3:7 leitete Ehrmann ein. Sein weiter Abschlag irritierte vis-à-vis Dreher so sehr, dass er das Kopfballduell gegen Kunz verlor und der sich zu Hotic an die Spitze der Torschützenliste setzen konnte. Die Anzeigentafel war nun am Ende, 4 Tore fehlten und dennoch war Lauterns Trainer Feldkamp unzufrieden. Dass das solch ein Scheudentor war, kann man nicht wissen, aber wir haben das sehr geschickt ausgenutzt und es hätten sogar noch 2 mehr sein können. Der große alte Mann unter Deutschlands Trainern führte Kaiserslautern von einem Erfolgsrausch zum nächsten, Karl-Heinz Feldkamp. Erst rettete er den FCK vor dem Sturz in die zweite Liga, dann holten sie den deutschen Pokal. Und jetzt waren sie sogar Tabellenführer, die Pfälzer aus dem Häuschen. Der Betzenberg hatte den Schrecken längst vergangener Tage wiedergefunden. Hier war es besonders laut und immer voll. Die Roten Teufel, angeführt von ihrem Kapitän Stefan Kunz, erkämpften sich in 8 Begegnungen 13:3 Punkte. Damit hatte keiner gerechnet. Und selbst die Experten waren ratlos. Ich sag jetzt mal 3 Namen. Kennen Sie Markus Kranz? Nein. Kennen Sie Bernhard Winkler? Nein. Kennen Sie Roland Stadler? Nein. Alle Spieler von Kaiserslautern. Ja. Ich weiß. Ich kenne natürlich die Namen, ja. Aber ich kenne die Spieler nicht. Ich habe Kaiserslautern noch nicht gesehen. Ich kenne sie nicht. Deshalb hier zum Kennenlernen. Markus Kranz. In Kaiserslautern wurde er zum Star im linken Mittelfeld. Eigentlich wollte er Kaiserslautern schon verlassen. Kalli Feldkamp sagte, du bleibst. Uwe Scheer wurde bekannt, weil er 13 Geschwister hat und weil er so gut Fußball spielte in dieser Saison. Guido Hoffmann und Reinhard Stumpf. Oder auch Joachim Stadler, alle nur mit dem Abstiegskampf vertraut. Bjarne Goldbeck bei Schalke schon ausgemustert. In Kaiserslautern brachte ihn Kalli Feldkamp groß heraus. Wenn die Feldkampmannen einmal verloren, dann aber mit Schmackes. Bei 3 der 4 Saisonniederlagen gab es stets 4 Gegentore. Spieler durch Verletzungen verloren sie öfters. Lelles Kreuzbandriss, Stumpfs Lungenriss, Ehrmanns Daumenprellung, Kunz Innenbandriss, Dullis Rippenbruch, Labbadias Infektion. Das Bulletin könnte noch fortgesetzt werden. Es reichte als Gesprächsstoff für mehrere Veteranentreffen. 2:0 für den Vorletzten gegen den Ersten nach 20 Minuten. Und weiter der KSC mit direktem Zug zum Tor. Glesius und wieder Reichert.
21. Minute 3:0. Kurz vor dem Wechsel. Wieder Kunz. Jane Goldbeck. Und Rainer Ernst. 3:1 durch den zweiten Saisontreffer von Rainer Ernst. Und Markus Kranz erzielt das 3:2. Ein Spiel mit hohem Unterhaltungswert. Schauen Sie hin. 4:2 für den KSC. Torschütze Schütterle nach Vorarbeit von Glesius. Sie haben es gehört, Frank Lelle und Stefan Kunz noch guter Dinge. Aber 2 Minuten nach dieser Szene folgte dieses hier. Frank Hartmann, der frühere Lauterer, 0:1 am Betzenberg in Kaiserslautern. Da versetzt er Markus Kranz, der schläft, der nicht energisch genug eingreift. Und die SG Wattenscheid 09, die stärkste Auswärtsmannschaft der Fußball-Bundesliga, der immerhin schon 7:3 Punkte auf des Gegners Platz geholt hat. Sie geht hier in Führung, 12 Minuten am Betzenberg gespielt. Das ist Kranz, der Mann, der den Fehler beging, wenn man so will. Und dann folgt eine Aktion, sicherlich mit fußballgeschichtlichem Wert, möchte ich fast sagen. 2 Spieler prallen hier zusammen und gleich wird der Schiedsrichter mit ins Geschehen einbezogen. Achtung, Dr. Umbach, ein Gegenstand wird geworfen aus der Kurve. Der Schiedsrichter sinkt zusammen. Ein Skandal in Kaiserslautern. Die Fangzäune waren nicht hochgezogen. Hier noch einmal diese Aktion. Der bedauerliche Schiedsrichter gegen Ende der vergangenen Saison hatte einen Ball von Teddy de Beer beim Spiel Bayern gegen Dortmund an den Hinterkopf bekommen, war auch für Minuten benommen und auch hier war das Spiel für einige Zeit unterbrochen. Hier sehen Sie es, jetzt erst wurde zumindest ein Fangzaun hochgezogen. Ein unglaublicher Vorfall auf dem Betzenberg in Kaiserslautern. Das Spiel, so meinten viele, hätte nicht anders als abgebrochen werden können. Was sagte der Schiedsrichter aber selber zu dieser Aktion? Dr. Umbach, die Szene aus der 15. Minute, man sieht ganz deutlich, Sie werden getroffen. Ja, ich habe irgendwie einen Gegenstand an den Kopf bekommen und bin dann umgefallen. Guido Hoffmann sagt, es sei eine gelbe Plastikrolle gewesen. Der Polizist hatte ein Feuerzeug in der Hand und meinte, es wäre ein gelbes Feuerzeug gewesen, so ein Einwegfeuerzeug. Und der Wattenscheider Mannschaftsarzt hat uns erzählt, Sie wären 40 Sekunden ohne Bewusstsein gewesen. Kann ich nichts zu sagen. Also ich habe nur gemerkt, dass irgendeiner mir rumgeklopft hat und dann stellt er Fragen. Aber ich dachte, ich war schon also ziemlich schnell wieder bei Bewusstsein. Warum haben Sie das Spiel eigentlich nicht abgebrochen? Ja, ich meine, Kaiserslautern kann ja nun wirklich nichts dafür, dass da irgend so ein Idiot steht und irgendwas wirft. Man kann nicht hinter jeden, der da eigentlich nicht ins Stadion gehört, einen Ordner stellen. Sie haben beim ersten... Das war noch eine Chance für Marco Haber. Die nächsten 5-6 Minuten nach dieser Aktion gegen den Schiedsrichter. Nun beide Mannschaften etwas benommen, aber dann ging es wieder richtig zur Sache. Labbadia, Auflage für Marco Haber, dem besten Lauterer. Ich nehme das jetzt schon vorweg. Und der Ausgleich nach 30 Minuten für den ersten FCK. Marco Haber, vor einigen Jahren aus Frankenthal gekommen, wächst immer mehr zu einer spielgestaltenden Persönlichkeit bei den Pfälzern. Hier noch einmal dieser herrliche Schuss, nicht einmal voll durchgezogen, hinter Torperspektive. 1:1, leistungsgerechtes Schlussresultat und das Schlusswort gehört Frank Hartmann. Selbe Frage noch einmal, 06301-29381. Ja, das ist der Anschluss hier in Kaiserslautern, wo ich gewohnt habe, aber da ist leider jetzt kein Anschluss mehr unter der Nummer. Bin jetzt woanders zu erreichen. Und glücklich, dass Sie woanders zu erreichen sind? Ja gut, es ist mir nicht leicht gefallen, hier von Kaiserslautern wegzugehen, aber mit den Erfolgen, die wir mit Wattenscheid hatten, ist mir das doch etwas leicht gemacht worden. Namenlose Spieler machen märchenhafte Karrieren, wenn sie in den richtigen Händen sind. Dass Marco Haber ein Riesentalent ist, hatten schon andere vor Feldkamp gemerkt. Unter ihm aber schaffte der 19-Jährige den Bundesliga-Durchbruch mit ganz wichtigen Toren, wie etwa dem zum 1:1 Endstand gegen Wattenscheid.
Markus Kranz wollte schon den Beruf wechseln, als ihm Trainer und Mitspieler klar machten, dass er im defensiven Mittelfeld zu den Besten der Liga zählt. 3 der 4 Treffer zum 4:3 über Berlin leitete der Juniorennationalspieler ein, der die Zeit X vor Feldkamp so beschreibt. Ich habe kaum noch Lust gehabt, überhaupt ins Training zu kommen, weil ich gemerkt habe, die Trainer stehen nicht auf mich und ich bekomme keine Chance. Und irgendwie bin ich dann halt kurz vorm Training gekommen und direkt nach dem Training wieder abgehauen, weil ich wirklich keinen Spaß mehr hatte zu dem Zeitpunkt. Goldgriff, Goldbeck. Als untauglich stand er schon auf der Transferliste. Mittlerweile ist er dänischer Nationalmannschaftskandidat und lauterer Matchwinner, wie bei seinem 2:0 gegen den VfB Stuttgart. Neue Spieler, neue Ideen. Der Fußballstar in der Disco ist ja nichts Ungewöhnliches. Als Disc-Jockey und Vorsänger wie Demi Hottic und Michael Serr aber schon eigene lauterer Wege, um die Kids an den Club zu binden. Für Stefan Kunz ist die Hinrunde verletzungsbedingt schon beendet, als er seine Mannschaft am 14. Spieltag ins Bochumer Ruhrstadion begleitet. In der oberen Tabellenhälfte herrscht mittlerweile dichtes Gedränge. Fast die halbe Liga spielt vorn mit. Gerade mal 3 Punkte sind es von Platz 1 bis 8. Kaiserslautern mittendrin. Wir spielen um die Meisterschaft mit. Wir haben wirklich uns gefreut, dass es die Hinrunde jetzt so gut abgelaufen ist, vor allem nach diesem schwierigen Jahr vorher. Und natürlich gemerkt, okay, wir sind gut dieses Jahr, weil wir als Mannschaft homogen sind, weil wir als Truppe, als Einheit auf dem Platz stehen und es jedem Gegner schwer machen. Guido, Sekunden nach dem Spiel. Ich muss sagen, als Stürmer, ich fand das super. Erste Halbzeit eine klare Chance vergeben. Nachher das entscheidende Tor gemacht. Erzähl mal ein bisschen. Ja, das entscheidende Tor, wir haben vorher schon 1:0 geführt, das hast du ja selbst gesehen. Es ist heute wieder ganz gut gelaufen, eigentlich genauso wie am letzten Samstag gegen Düsseldorf, nur dass ich heute die Kiste gemacht habe. Und wir haben hier verdient, hochverdient, 2:0 gewonnen. Super, danke dir. Schon mal von aufgewacht irgendwie mal am frühen Morgen und hatten auf einmal sich selbst dabei erwischt, einen Traum gehabt zu haben, Guido Hoffmann mit der Meisterschale in der Hand. Nee, so bin ich noch nie aufgewacht. Ich hatte bis jetzt immer noch mal was, ja? Ja, sicher, aber wenn ich aufgewacht bin morgens, dann habe ich immer meine Freundin im Arm, nicht die Meisterschaftsschale. Na Gott sei Dank, Guido Hoffmann, er hat sie im Kopf, im Fuß und in der Hüfte. In der 5. Minute, die erste torgefährliche Szene gehörte den Gästen aus Bremen, Eckball Alofs. Und dann kommt hinten am langen Pfosten Sauer angeflogen. Und in der Zeitlupe werden wir sehen, dass Hotic glücklicherweise keine Zeit mehr hatte auszuweichen. Er kann praktisch auf der Linie klären. Gerald Ehrmann war schon geschlagen. Nur 2 Minuten später leitet Hotic den ersten gefährlichen Angriff der Roten Teufel ein. Axel Roos, dann Goldbeck auf dem rechten Flügel. Der Ball kommt wieder zu Hotic. Der Pass in die Tiefe. Und die Bremer lassen Guido Hoffmann laufen, hoffen auf Abseits, was aber nicht gepfiffen wird. Es steht in der 7. Minute 1:0 für Kaiserslautern, das goldene Tor des Tages. Allerdings ein Spiel ist, wie gesagt, nach 7 Minuten noch lange nicht vorbei. Hier nochmal die Zeitlupe. Das 4. Saisontor für Hoffmann, der vom FC Homburg kam. Aber auch die Bremer hatten weiterhin ihre Chancen. Wieder Klaus Alofs. Und auch da hätte gut und gerne ein Treffer für die Norddeutschen fallen können. Ein Fußballfest im wahrsten Sinne des Wortes. Alles blieb friedlich. 32.000 begeisterte Fans sehen hier wieder Guido Hoffmann und Hotic, der aber im letzten Moment noch mal gestört wird. Wie Sie sehen, sind wir hier schon in der 2. Halbzeit. Auch Gary Ehrmann wurde nicht kalt. Es war ein offener Schlagabtausch. Und auf den Kaiserslauterer Keeper war einmal mehr Verlass. Dann Ecke Hoffmann. Neubart verlängert unfreiwillig. Das Leder kommt wieder zu Hotic.
Und die verlangsamte Einstellung wird uns zeigen, dass Hodžić hier den Balken zum Biegen bringt. Das war schon die letzte Szene und die Roten Teufel mit ihrem Lieblingstanz, Lambada. Die letzte Hürde vor der Winterpause auf dem Gladbacher Bökelberg. Bruno Labbadia trifft doppelt. 2:2. Kaiserslautern überwintert als Tabellendritter. Die ersten sechs. Der erste FC Kaiserslautern überraschend Dritter. Dortmund das beste Auswärtsteam. Mit furchtbarer Heimbilanz aber. 7 Plus- und 9 Minuspunkte. Endlich also wieder Bundesliga-Fußball live, dank der Rasenheizung. 27.000 wollten sich den Rückrundenauftakt nicht entgehen lassen. Die Gäste aus Hamburg in Bestbesetzung, vielleicht mit dem kleinen Nachteil, dass man in der letzten Woche nur auf Schnee trainieren konnte. Kaiserslautern ganz in Rot mit einer langen Liste von Verletzten. Roos, Lelle, Friedmann, Lutz, Goldbeck, sie alle nicht einsatzfähig. Und dann hatte Kalli Feldkamp noch eine kleine Überraschung parat. Bruno Labbadia, der Angreifer des FCK, hier in der Mitte zu sehen, schmorte zunächst auf der Bank. Wie erwartet, der erste FC Kaiserslautern zunächst sehr energisch, sehr tempostark, hier mit seinem Kapitän, mit Stefan Kunz. Man wollte natürlich zeigen, wer hier Herr zu Hause ist auf dem Betzenberg. Aber auf solche Gelegenheiten hatten die Hamburger gewartet. Thomas Doll, ein Konter, sehr schön hinausgespielt auf Spörl. Und der zieht ab aus 20 Metern und noch leicht abgefälscht. Der Ball, nur eine Ecke in diesem Fall für die Hamburger, aber so in etwa hatte man sich es von Seiten der Gäste vorgestellt. Erste Möglichkeit für den HSV. Viele direkte Zweikämpfe in dieser Partie, viele Pärchen, die sich während der gesamten Spielzeit nicht aus den Augen ließen. Vielleicht das interessanteste Duell, Dulej gegen Doll, der Hamburger, der zukünftige Nationalspieler, das muss man wohl sagen, hier mit einem Fehlschuss, aber das kann natürlich einmal passieren. Kaiserslautern eigentlich im Aufbau zu umständlich, zwar häufig im Ballbesitz, aber man fand nicht den richtigen Dreh, die sichere HSV-Abwehr auszuhebeln. Eine neue Variante, Fernschüsse, hier einmal abgezogen von Thomas Dulej, 30 Meter Entfernung und das ist natürlich kein Problem. Schorsch Volkert, Benno Möhlmann und Gerd Volker Schock. Sie sahen, dass die erste Halbzeit fast schon gelaufen war. Es wurde viel gerannt, viel gekämpft. Die große, hochklassige Auseinandersetzung war es allerdings noch nicht. Hier ein Schuss von Guido Hoffmann nach einer Vorarbeit von Scher. Zugaberufe von den Rängen, aber die Euphorie war nicht unbedingt von den Ereignissen auf dem Rasen entfacht worden. Kurz vor der Pause dann noch zwei spektakuläre Zusammenstöße, auf die ich Sie jetzt schon vorbereiten möchte. Das ist zunächst einmal Demir Hodžić und dann diese Flanke nach innen. Dulej und Kunz. Dulej aus dem Hintergrund gekommen, sein Stürmerkollege konnte ihn nicht sehen. Sie behindern sich gegenseitig und dann wieder eine Möglichkeit. Hier sehen Sie Stefan Kunz verletzt am Boden und noch ein Zusammenprall. Thomas von Hesen, Gerry Ehrmann weit aus seinem Gehäuse herausgekommen, aber auch das ging glimpflich ab. Es birgt ja, das hat die Vergangenheit gezeigt, ein großes Risiko für den Torwart, sich außerhalb des Strafraums in Zweikämpfe einzulassen. Großes Kompliment auch an den Schiedsrichter, an Rainer Boos, der absolut korrekt leitete. Hier noch einmal der Zusammenprall. Eine hervorragende Schiedsrichterleistung, das sollte man auch einmal sagen. Gutes Gespür für die Situation. Halbzeit 0:0, vielleicht konnte man nach der langen Winterpause auch noch nicht mehr, viel mehr jedenfalls verlangen. 45 Minuten, praktisch keine echte Torchance für die Einheimischen. Nach dem Seitenwechsel aber dafür gleich 4 in 4 Minuten. Hier die erste. Scher bringt den Ball noch nach innen und dann Manfred Kals in letzter Sekunde Retter vor Guido Hoffmann. Dann ein Freistoß von Haber. In der Mitte steigt hoch Thomas Dulej. Und der hat nicht umsonst schon 4 Tore erzielt. Nicht nur stark in der Abwehr gegen Thomas Doll, sondern auch im Angriff. Hier einmal der Hechtkopfball und da wäre Richard Bolz mit Sicherheit zu spät gekommen. Dann eine Ecke, verlängert und mit der Hacke abgewehrt. Zunächst von Doll, weit hinausgegangen von Richard Bolz, der da einen Lauterer zu Boden schubst, muss man sagen. Aber einen Strafstoß kann man natürlich für solch eine Situation nicht geben. Und
Nummer 4, Chance Nummer 4, Richter, nach innen gezogen und von ganz hinten wieder Thomas Doulet, allerdings der Jubel der Zuschauer, zu früh nur das Außennetz getroffen. Gerd Volker Schock, die HSV-Bank, sie hatten bange Minuten zu überstehen, aber dann so langsam aber sicher machte sich der HSV wieder frei, ging seinerseits auf Torejagd. Das ist Armin Eck, auch hier eine Ecke, gefährlich, 1, 2, 3, wer hat den Ball? Vor Tock, und da haben sie Glück gehabt, die Lauterer, dass Gerry Ehrmann rechtzeitig zur Stelle war. Das war nach genau einer Stunde und in der zweiten Halbzeit die erste Möglichkeit für den HSV, einen Treffer zu erzielen. Die Partie insgesamt nach der Pause mit wesentlich mehr Drive, wesentlich mehr Torgelegenheiten. Rainer Ernst, Haber, der jetzt offensiver wurde, Stefan Kunz, kommt frei zum Schuss, 20 Meter, da mag ein Meter gefehlt haben. Der Kapitän des 1. FC Kaiserslautern, ein unermüdlicher Rackerer, wichtig für die Moral seiner Mannschaft, aber vielleicht noch nicht wieder ganz in absoluter Bestform. Dann kam Bruno Labbadia, wurde endlich von seiner Zuschauerrolle befreit. Rainer Ernst ging hinaus. Die Nummer 13, wird sie ihm Glück bringen? Stefan Kunz, immer wieder mit gefährlichen, weiten Einwürfen. Und Labbadia. Für solche Kabinettstückchen ist er ja bekannt. Fallrückzieher, Pech für ihn, Glück für den HSV. Gleich seine Gefährlichkeit unter Beweis gestellt. Noch eine Viertelstunde in etwa zu spielen. Hier sehen wir noch einmal diese schöne Aktion des FCK-Stürmers. Noch eine Viertelstunde in etwa zu spielen. Die Frage jetzt langsam aber sicher, wer hat den längeren Atem? Rainer Hollmann, Karl-Heinz Feldkamp, Katletsch, souverän in der Abwehr, allerdings wenig vorne zu finden. Der junge Mann mit der 6, Thomas Richter, mit einigen unglücklichen Aktionen. Dann Marco Haber, wie gesagt in der zweiten Halbzeit wesentlich offensiver abgefälscht. Dieser Schuss von einem HSV-Spieler, aber Glanzreaktion von Richard Golz, der da die Flugbahn des Balles entscheidend verändert. Hier sehen wir noch einmal den Hackentrick, sogar abgefälscht von einem lauterer Spieler, aber immer noch 0 zu 0. Haber mit einem weiten Einwurf, Labbadia, Carsten Kober, Guido Hoffmann, der im Verlauf der Partie wegen eines dummen Handspiels die vierte gelbe Karte gesehen hatte. Dann Richard Golz. Missglückter Abschlag, genau in die Beine von Bruno Labbadia. Stefan Kunz gegen Beiersdorfer kommt noch einmal in Ballbesitz, zieht ab und erzielt das 1 zu 0 in der 80. Minute. 1 zu 0 für den 1. FC Kaiserslautern. Natürlich ein Geschenk von Richard Golz, so hart das auch klingt. Man muss da vielleicht sogar ein bisschen Mitleid haben, den Ball nicht richtig getroffen. Vielleicht hätten sich die HSV-Abwehrspieler aber auch ein bisschen mehr in Richtung eigenes Tor bewegen sollen. Dann zunächst einmal angeschossen, Beiersdorfer, und dann der Ball abgefälscht, 1 zu 0, das fünfte Saisontor von Stefan Kunz. Sehr, sehr glücklich für den 1. FC Kaiserslautern. Gerd Volker Schock natürlich enttäuscht, ob des Zustandekommens dieses Treffers. Natürlich wechselte der HSV sofort, brachte Nando und Bode für Spörl und Kals, und dann noch einmal eine Möglichkeit, den Vorsprung auszubauen. Bruno Labbadia verfolgt von Matischik, an die Schienbeine von Richard Golz geschossen. Diese Situation aus der 89. Minute. Und das wäre natürlich das endgültige Aus für den Hamburger SV gewesen. Bruno Labbadia, Enttäuschung bei ihm, Enttäuschung natürlich auch bei seinem Trainer, bei Karl-Heinz Feldkamp. 2 Meter Vorsprung, Matischik traut sich nicht so richtig, dem Stürmer in die Beine zu fahren. Richard Golz weiter raus, und in diesem Fall hat er vielleicht sogar ein bisschen Glück, angeschossen zu werden. Dann die letzten Sekunden. Abschlag vom Gehäuse des 1. FC Kaiserslautern. Und passen Sie auf, fast ein ähnliches Mitgeschick für Gerry Ehrmann wie vorhin bei Richard Golz. Trifft den Ball nicht richtig. Nando lässt da durch. Glück also für die Gastgeber. Noch einmal Thomas Doll, einer der auffälligsten auch heute auf dem Betzenberg in Kaiserslautern. Und dann der Schlusspfiff.
So stand der HSV am Ende mit leeren Händen da, die erste Niederlage nach 9:1 Punkten. Aber die HSVer, sie haben bewiesen, dass sie zu den Besseren der Liga gehören. Ein glücklicher Sieg für den ersten FC Kaiserslautern, ohne Zweifel, aber nicht unverdient. Die Mannschaft wird schon aufgrund ihrer Heimstärke bei der Vergabe des Titels ein gewichtiges Wort mitsprechen. Fazit ganz allgemein, vielleicht etwas entlehnt aus der Sprache der Köche. Kein Gala-Menü heute Abend am Betzenberg, dazu fehlten einige Gewürze. Aber es hat gut geschmeckt und Appetit auf mehr gemacht. Topspiel der Woche. Der 2. März, die Premiere von Premiere. Jeden Samstag oder bei Bedarf auch am Freitag das Topspiel der Woche. Ich freue mich ganz besonders, dass Guido Buchwald heute unser Co-Kommentator ist. Bayern spielt für ihre Verhältnisse nach dem schweren Mittwochsspiel eigentlich sehr gut. Fußball in Premiere mit hohem Informationswert. Zum Beispiel Kurzbiografie zu jedem Akteur. Dazu die Wetterkarte des Fußballspiels. Wo war der Ball? Und natürlich die Superzeitlupe. Wir sind in Frankfurt, im Frankfurter Waldstadion, bei der Begegnung Eintracht Frankfurt gegen den ersten FC Kaiserslautern. Und das war der goldene Griff. Oder wie manch Fußballreporter zu sagen pflegt, Einstand nach Maß. Andi Möller 1:0 nach 3 Minuten. 4 Minuten später der Ausgleich durch Hotic. Doch bis zur Pause traf der zuvor arg kritisierte Andreas Möller noch 2-mal. Der Kicker schrieb montags darauf, Andi Möller hat aus diesem Spiel eine Wohltätigkeitsgala für sein eigenes Innenleben gemacht. Zum ersten Mal filmten 12 Kameras live ein Bundesligaspiel. Vorher hatte man uns gefragt, wofür braucht ihr denn so viele Kameras? Spätestens nach dieser Szene war die Frage auch beantwortet. Alle und auch der Schiedsrichter waren sich hundertprozentig einig, dass Manfred Binz den Ball mit der Hand gespielt hatte. Doch unsere Zeitlupenkamera bewies: Es war der Kopf. Stefan Kunz verkürzte vor der Pause zum 2:3. Doch Frankfurt zauberte auch in der zweiten Hälfte weiter. Andi Möller, Uwe Bein. 4:2 führte die Eintracht. Aber der SFCK hielt leidenschaftlich dagegen. Und das mit nur 10 Spielern. Stadler hatte kurz vor der Pause rot gesehen. Foul von Klein an Kunz. Erneut Strafstoß und Katlec verwandelt zum 4:3. Und Berti Vogts schwärmte auf der Tribüne. Ich habe viele Bundesligaspiele in dieser Saison gesehen. Dies hier war das bisher Beste. Nur einer wird noch heute vor Wut in den Teppich beißen, wenn er diese Szene sieht. Bruno Labbadia, das Tor selber machen oder auflegen? Kalli Feldkamp nach Spielschluss im Premiere-Studio. Ja, ich hoffe, dass die richtigen Spieler frustriert sind und dass einige erkannt haben beim Stande von 4:3, dass wir die klaren Torchancen hatten. Wenn da nicht egoistisch gespielt wird, dass man ein Tor machen will, sondern auflegt, ist das 4:4 fällig. Nächstes Heimspiel gegen Dortmund. Der FCK läuft einem Rückstand hinterher. Feldkamp bringt einen Nobody, Bernhard Winkler. Ein ehemaliger Schweinfurter. Ein Debüt wird zum Traum. 6 Minuten Bundesliga und schon hat er nach Tunnelpass von Dulé eingelocht. Ich habe lange darauf gewartet, habe mir es gewünscht, dass ich endlich mal hier im Superstadion spielen kann, und heute hat es geklappt, und so natürlich ein Tor schießt, ist natürlich noch schöner. Thank you.
Jedes Heimspiel wird fortan zum Krimi. So auch gegen Köln. Wieder 0:2 Rückstand. Wieder wechselt Feldkamp Joker Winkler ein. Und diesmal dauert es 8 Minuten. Anschlusstor Winkler. Die Schlussphase, Kadletz. Winkler, Dulli und Haber, der zweite Einwechselspieler. Unglaublich, noch das 2:2. Alles scheint gut gerüstet für den vermeintlichen Saisonhöhepunkt. Die Bayern auf dem Betzenberg. Am Mittwoch noch hatten sie in Porto grandiosen Fußball geboten. Bayern und Kaiserslautern, beide hatten vor diesem Spiel 13 Minuspunkte. Eins war klar, der Sieger dieser Begegnung würde schon jetzt einen kleinen, aber wichtigen Schritt in Richtung Meisterschaft tun. Die erste Spielminute, das erste Tor. Für Roland Wohlfahrt war es zu diesem Zeitpunkt bereits der 16. Saisontreffer. Bayern cool, gelassen, abgebrüht, bis zu der folgenden Aktion. Jetzt waren auch sie vom Tollhaus Betzenberg gepackt. Selbst Jupp Heynckes duellierte sich beinstark mit einem Betze-Ordner, der danach richtigerweise per Dienstanweisung seiner Arbeit entledigt wurde. Können Sie ganz kurz noch mal schildern, was da passiert ist gerade mit dem Herrn Schwab? Ja, der Mann Schwab hat den Ball ins Aus gegrätscht und ich bin im Rückwärtsfallen auf ihn draufgetreten. Also keinerlei Absicht oder so? Nein, natürlich keine Absicht, aber ich hätte ein bisschen besser aufpassen können. Danke. Die zweite Hälfte. Lautern mit Herz und Glück. Hotic zum ersten, Hotic zum zweiten, Hotic zum dritten. Das 1:1, Jubellauf des Betze Spitzbubs. Als die Bayern nur noch mit 10 Akteuren auf der höchsten deutschen Rasenbühne waren, weil Bender rot gesehen hatte, demonstrierte der erste FCK noch einmal seine ganze Fußballkraft. Uwe Scheer entschlossen im Nachsetzen. Vorausschauend im Passspiel. Und Bernhard Winkler, der Joker, mit der präzisen Flanke in den Rücken der Abwehr. Stefan Kunz konnte endlich wieder seine Jubelsäge rausholen. Kaiserslautern besiegte den alten Meister mit 2:1 und hatte jetzt 2 Minuspunkte weniger als die Bayern. Stefan Kunz ist ein unheimlich wichtiger Mann. Nicht nur, dass er ein hervorragender Stürmer ist, sondern auch als Person wichtig für die Mannschaft. Denn er ist der Antreiber, er ist die Persönlichkeit. Stefan Kunz, der Spieler der Saison 90-91. Der ist auch mit am stärksten in der Zentralposition im Mittelfeld. Marco, ja. Auch er hatte seinen Bänderriss, wie so viele andere Lautrer in dieser Saison. Doch auch während der Verletzung blieb er die zentrale Figur im Team des Meisters. Zum Beispiel als mitgereister Fan auf einem Bein. Das Erfolgspaar des Jahres, Kalli Feldkamp und Stefan Kunz. Berti Vogt hatte ihn zum Spieler der Saison 90-91 erklärt. Berufen war er deshalb noch lange nicht. Wie Stefan sich für seine Mannschaft einsetzt, egal auf welcher Position. Und also für mich war es immer eigentlich unverständlich, dass dieser Spieler nicht in der Nationalmannschaft gespielt hat. Stefan Kunz, der Saarländer, der die Pfalz wieder auf die internationale Fußballkarte schoss. Ob als Libero, hartnäckiger Zweikämpfer oder als Torjäger.
Stefan Kunz war überall außergewöhnlich gut. Kohler gegen Uwe Scherr. Flügler macht hinten dicht. Winkler, Achtung Winkler. Jetzt muss er zurücklegen und das ist das Tor für den 1. FC Kaiserslautern. Wieder Demirhodžić, der Wegbereiter zum entscheidenden 2:0 werden soll. Kaiserslautern hat nun 2 Punkte Vorsprung auf den 2. Bremen und sogar 3 auf Bayern München. Auswärtsspiel in Leverkusen. Stefan Kunz wird notgedrungen zum Aushilfslibero. Und Lesniak auf und davon, Katlenz dazwischen. Ob gewollt oder nicht, klare Sache, Notbremse, denn hier war wirklich allerhöchste Not. Diese Lauterer Mannschaft besitzt eine tolle... Die Pfiffe, weil wir schon in der 91. Spielminute sind. Schupp. In allerletzter Sekunde das 2:2. Der Schlusspunkt eines atemberaubenden Spiels zweier klasse Mannschaften. Der Höhenflug des 1. FC Kaiserslautern lockte nun auch gegen den FC St. Pauli sage und schreibe 34.500 Zuschauer ins Fritz-Walter-Stadion. Die Pfalz spielt Fußball verrückt. Schon heute gibt es für das Heimspiel gegen Karlsruhe im Mai und das gegen Gladbach im Juni keine Sitzplatzkarten mehr. Dabei sind es noch 9 schwere Etappen bis zum Meisterschaftsziel inklusive St. Pauli heute. Der Tabellenführer ohne 5, vor allem ohne den gesperrten Miroslav Kadlec, für den überraschend Stefan Kunz und nicht Reinhard Stumpf Libero spielt. Und zwar so souverän, als hätte der Kapitän nie was anderes gespielt. Der FC St. Pauli ohne 3, ohne Knäbel, Knoflicek und Gronau, defensiv fast destruktiv. Kaum Raum für Kaiserslautern. Goldbeck sehr aktiv. Friedmann. Viele Chancen. Keine Tore, schon eine halbe Stunde gespielt. Freistoßserien für Kaiserslautern. Der Druck der Gastgeber, die Gangart der Gäste und Schiedsrichter Neuners Pfeife bestimmten die Richtung. Schupp, sehr stark. Und Labbadia, der 1000 Wege ging. Ulbricht musste nach einer halben Stunde weichen, er wurde nicht mit ihm fertig. Trulsen hatte mehr Erfolg. Noch einmal diese Szene, da fehlte nicht viel. Leise Verzweiflung bei Feldkamp, Einbahnstraßenfußball, aber kein Tor in den ersten 45 Minuten. Die zweite Halbzeit, das gleiche Bild. Hotic. St. Pauli fast nur in der Defensive, weiter 0:0. Und dann einmal ein Konter und Golke. Ehrmann kaum geprüft an diesem Abend. Fast alles erledigte die Abwehr, wenn St. Pauli überhaupt bis dahin kam. Eckstoßserien für Kaiserslautern in der zweiten Halbzeit.
aber bisweilen fehlte der Kopf. Stefan Kunz einmal mit nach vorne, erhielt sonst seine Position und Turmförde mit einiger Mühe. Der Kapitän Kaiserslauterns wieder ein kämpferisches Vorbild, aber diszipliniert seine Position haltend, nichts riskierend. Turmförde im Nachfassend. Wohlers auf der... Von den letzten 9 Toren des FCK, wenn ich richtig gezählt habe, 6 für Labbadia. Na gut, ich bin gut drauf. Das war ich eigentlich die ganze Rückrunde. Und ich fühle mich wohl und ich will deutscher Meister werden. Das ist mein Ziel. Und dann? Na gut, dann werde ich den Verein wechseln, so wie es momentan aussieht. Wohin, weiß ich noch nicht. Wirklich gegen diese Fans? Das ist schade, muss ich wirklich sagen. Aber ich wollte es nicht so. Es ist jetzt so geschehen. Und ich will halt... eine gute Erinnerung hier bleiben und Pokalsieger und deutscher Meister, das wäre natürlich was. Er muss die FCK bleiben. 20 Mal, oder? Bitte? Ja, bleiben Sie? Ich kann es nicht sagen. Oh, ich schwärme für Sie schon Jahre. Nürnberg, Uerdingen und St. Pauli schoss Mamas Liebling mit Wechselabsichten fast den Alleingang ab. Bitte, bitte so bleiben. Ja, cool. Und bitte mitgehen, bitte hier bleiben. FCK. Manndeckung ist er ja gewohnt, der Bruno, der ausgerechnet bei Meisterschaftskonkurrenten FC Bayern anheuerte. Stefan Kunz. Nee, ich bin hier. Ja, ich bleib da. Ich bleib hier so, ne? Ich bleib da. Ausverkauftes Haus heute, auch die Heimspiele gegen Bochum und gegen Gladbach sind bereits ausverkauft. Fußball verrückt in der Pfalz. Kranz gestoppt von Srećko Bogdan, dem Libero, dem jugoslawischen 5-Zylinderspieler hat er gemacht. 34 Jahre alt ist er, Michael Harford. Und das ist das Riesentalent der Bundesliga, Mehmet Scholl. Und nach 7 Minuten heißt es 1:0 für den KSC. Das ist Michael Hafer. Wie schon beim 0:1, der Pass diesmal aufschüttelt und aufgepasst. Kranz, ja, da muss er den Ball doch eigentlich haben, aber der ist im Netz. Das 2:0 für den Außenseiter. Rückschläge haben uns nichts ausgemacht. Wir hatten uns wirklich keinen Kopf gemacht und das war so ein bisschen ausschlaggebend. Und dann die Gelegenheit für Scherr und... der Ball ist im Netz, wütende Proteste des KSC, der Anschlusstreffer, das 1:2, wieder nur 60 Sekunden später. Ein Freistoß von Katletz, die Abseitsfalle funktioniert nicht, Guido Hoffmann und da ist es passiert, 2:2. Ich glaube, da haben wir dann in der 95. Minute nach Rückstand haben wir dann auch noch gewonnen. Es läuft die 93. Minute und Achtung, liebe Bayern, HSV und Werder, ihr sitzt alle am Fernsehschirm. Dieses passiert. Die Flanke von Hoffmann, der Kopfstoß, ja von wem wohl? Stefan Kunz und es heißt 3:2, unfassbar. Stefan Kunz war für fast alles zu haben. Manndecker, Libero und am Schluss doch wieder Torjäger. 3:2 gegen den KSC. Tore vor Tore Schluss. Viel mehr Moral als Glück. Platzverweise, noch mehr Verletzungen, 0:0 Spiele in Düsseldorf und Wattenscheid. Der lange FCK-Atem schien auf der Zielgeraden zu erlöschen. Nur noch 2 Punkte Vorsprung hat der erste FC Kaiserslautern in der Fußball-Bundesliga vor Titelverteidiger Bayern München. Am 5. letzten Spieltag musste die Mannschaft heute in Düsseldorf antreten. Ganze 40 Spielminuten mussten vergehen, bis sich den 35.000 Zuschauern die erste nennenswerte Torchance bot. Der ganz in Weiß spielende erste FC Kaiserslautern hatte dann durch Bruno Labbadia die Möglichkeit zum Führungstreffer. Beim anschließenden Eckball forderten die Lauterer trotz eindeutigen Handspiels hier durch den Düsseldorfer Andersen vergeblich einen Elfmeter. Im Gegenzug war dann die Fortuna an der Reihe. Nach einer Kombination über Alofs und Schütz lag zum Schluss statt des Balles nur Jörn Andersen im Tor der Lauterer. In der 44. Minute befand sich Andersen wieder auf dem Boden. Lauterns Torhüter Gary Ehrmann zog gegen ihn die Notbremse und erhielt dafür die rote Karte.
Für den Tabellenführer eine harte Entscheidung, denn nun ging es mit nur 10 Spielern in die zweite Halbzeit. Um für den hinausgestellten Ehrmann Ersatztorhüter Serr bringen zu können, wechselte Lauterns Trainer Demir Hotic aus. Fortuna Düsseldorf konnte das Überzahlspiel in der zweiten Hälfte nicht nutzen. Der eingewechselte Richard Walz verpasste hier nur knapp das Tor. Nach 90 Minuten hieß der Endstand 0:0. Für die nur 10 Lauterer sicher ein Punkt Gewinn. Im Kampf um die Meisterschaft aber ein Punkt Verlust. Schreck im nächsten Spiel. Klasse Libero Kadlec und später auch der starke Stumpf fallen verletzt aus. Gegen den VfL Bochum geht's nochmal gut. 4:1 für Stefan Kunz. Kunz und Scherr und die Betzensäge. Der Werder-Vorstand schwor öffentlich, heute zu siegen, aber die Fans dachten anders. Wer soll denn Ihrer Meinung nach deutscher Meister werden? Kaiserslautern. Dazu müsste Bremen aber heute verlieren, oder? Wir verlieren heute auch. Und das macht nichts? Das macht überhaupt gar nichts, nein. Lautern sofort. Da müsste aber Bremen heute doch verlieren, oder? Ja, und? Ich meine, das Wichtigste ist, dass sie nur UEFA-Cup-Platz kriegen, ne? Ich meine, er hat jetzt verliert, ist mir scheißegal. Das Wichtigste ist, dass Bayern nicht Meister wird und die einen UEFA-Cup-Platz kriegen, die Werder Bremen. Wer soll denn deiner Meinung nach deutscher Meister werden? Lieber Kaiserslautern als Bayern. Kaiserslautern. Dazu müssten die Werderaner aber heute verlieren, ne? Selbstverständlich, und das werden sie auch. Wir sind mit Kaiserslautern befreundet. Kaiserslautern muss Meister werden. Kaiserslautern! Dazu müsste Bremen aber heute doch verlieren, oder? Und? Uns egal. Kaiserslautern! Auch wenn dazu Bremen heute verlieren müsste? Auch denn. Kaiserslautern soll Meister werden. Die Bayern, die kann man in der Pfeife rauchen. Unglaubliche Aussagen eigentlich. Wir haben 60 Leute befragt und nur einer war dafür, dass seine Mannschaft Werder Bremen heute hier gewinnen sollte. Die Spieler von Werder Bremen lagen aber wohl eher auf der Linie des Präsidiums, wie wir gleich sehen werden. Dieses Foulspiel nach 30 Sekunden und 10 Sekunden später dieser Freistoß hier von Klaus Allofs. Die erste Chance für die Grün-Weißen von der Weser. Das ist der Schlussmann der Lauterer. Ehrmann in Düsseldorf noch vom Feld gestellt, dann aber in der Gerichtsverhandlung rehabilitiert. Runde 30.000 Zuschauer, das Stadion im Umbau befindlich, ausverkauft. Und nach der ersten Chance schlossen sich die ersten Ruppigkeiten. Das ist der Kapitän Kunz, der heute Libero spielte. Für den verletzten Kadlec, bei Lautern ja auch Stumpf. Und Roger Lutz, der Diplom-Ingenieur, nicht dabei, der sich gestern im Abschlusstraining verletzt hatte. Foul hier gegen Uwe Hartgen, besonders tragisch für den ersten FC Kaiserslautern. Es war die vierte gelbe Karte für den Kapitän, für Stefan Kunz. Er wird also im letzten Heimspiel in der kommenden Woche gegen Gladbach nicht dabei sein. Und gleich die nächste Aktion von Wolter hier gegen Scherr, den Lauterer. Auch hier gab es gelb und nur eine Minute später erneut die gelbe Karte. Diesmal sollte es Borowka erwischen und es ist seine siebte in der laufenden Spielzeit. Zunächst dieser Fehlpass hier von Allofs, der noch zu den besten Bremern heute zählte, auf Labbadia. Und hier haben wir das Foulspiel gegen Hoffmann von Borowka. Wie gesagt, gelbe Karte. Kein Spielfluss in den ersten Minuten. Lautern in dem Bewusstsein um die Einzigartigkeit der Chance auf den Titel, auf den ersten nach 28 Jahren, zwar bis zum Äußersten konzentriert, aber deswegen offenbar ohne die nötige Lockerheit. In der Abwehr ging es ein bisschen fahrig zu. Diese Flanke hier von Allofs und Sie sehen es, Ehrmann unentschlossen, irrt da im Strafraum herum, packt nicht energisch genug zu.
Kaiserslautern ja seit 11 Wochen unbesiegt, die zweitbeste Auswärtsmannschaft. Man war durchaus selbstbewusst hierher gereist, genauso selbstbewusst wie die Fans. Und Klaus Allofs, ein Schock für den ersten FCK, das 1:0 in der 16. Minute. Das 8. Saisontor des Mannes, der aus Frankreich zurückkehrte in die Bundesliga. Bis zu diesem Zeitpunkt nicht unverdient, denn Werder hatte mehr getan. Aber dennoch, wie gesagt, ein Schock für den Anhang des ersten FC Kaiserslautern. Runde 8000 waren mitgekommen aus der Barbarossa-Stadt in der Westpfalz hier nach Bremen und hatten den ganzen Tag über in der Fußgängerzone für viel, viel Wirbel und Lärm gesorgt. Und dann dieses Tor von Allofs. Schon der Anfang vom Ende der Meisterschaftsträume, das war die Frage. Lautern danach betont vorsichtig zunächst einmal. Das ist Goldbeck auf Kranz, der gegen Allofs spielte. Demir Hotic und Schupp, der den Verein ja in Richtung Wattenscheid verlassen wird. Das waren die ersten zaghaften Vorstöße und das so etwas wie eine erste Chance nach 20 Minuten. Oliver Reck, wir werden gleich über den Bremer Torhüter noch zu reden haben. Werder harmonischer, das ist Harken. Man merkte, dass die Mannschaft unbeschwerter aufspielen konnte. Der UEFA-Cup-Platz ja so gut wie sicher. Und man steht zum dritten Mal im Pokalfinale. Und hinten hatte man einiges zu bereinigen auf lauterer Seite. Eine Serie von Eckbällen, die folgte. Hier haben wir wieder Markus Schupp. Immer wieder auf den kurzen Pfosten, auf Harken gespielt. Das wird ja trainiert. Soll den Ball verlängern. Auf die einschussbereiten Rufer und Allofs. Nervenzerfetzende Minuten für den ersten FC Kaiserslautern. Rufer und der Abschluss. Und schauen Sie mal, Guido Hoffmann, die Nerven liegen blank. Eine Kerze im eigenen Strafraum und dann Glück, dass die Situation endlich gebannt ist. Die Luft auch noch aus dem Ball. Symbolisch etwas für die Spielweise des ersten FC Kaiserslautern bis zu diesem Zeitpunkt. Wie gesagt, motiviert, konzentriert waren sie schon, aber nicht locker genug. Dann kam Ehrmann und man wurde wieder an Düsseldorf erinnert. Aber diesmal war es halb so wild. Lautern Schlussmann. Und dann wieder der erste FCK. Auch Fehler in der Hintermannschaft von Werder Bremen. Das Ganze noch einmal in der Superzeitlupe. Hier Brazet segelt vorbei. Borowka und da taucht Hoffmann auf, ein Mann für das Besondere, mit besonderem Gespür. Hier tritt er die anschließende Ecke selber und er verwandelt diesen Eckball direkt. Die Bremer Spieler konsterniert, Mirko Votava hatte überhaupt nicht hingeschaut, sich mit dem Schiedsrichter beschäftigt und schauen Sie mal, wie schlecht auch Bremens Schlussmann Oliver Reck ausschaut. Hier durch die Beine gleitet ihm der Ball. Nachher sagte er, dass er das Leder zu spät gesehen habe. Eine ausgesprochen kuriose Situation. Glück für Lautern, aber erst einmal hatte die Mannschaft wieder egalisiert. 26. Minute dieses Ausgleichstor. Dann Harken wieder. Und diese Möglichkeit hier für Marco Bode, dem Gullit von der Weser, der mal wieder spielen darf. Neubart ja nicht dabei. Eine Riesenchance und eine Glanzparade von Gerald Ehrmann. Das Spiel wurde farbiger. Und beide Mannschaften hatten Spielanteile. Hier hatten wir wieder Marco Bode. Lauterer in dieser Phase so kurz vor der Halbzeit wieder konzentrierter vor der eigenen Deckung. Und dann dennoch Nachlässigkeiten, wie in diesem Falle hier. Chance für Winton Rufer. Er hat ja lange nicht mehr getroffen, seit 6 Meisterschaftsspielen torlos. Dennoch eine stattliche Ausbeute bislang. Er gehört zu den besten Schützen in der Fußball-Bundesliga. Sie wissen es, liebe Zuschauer. Das ist wieder Kranz für Kaiserslautern.
sehen, was für ein Laufpensum er nicht nur in dieser Situation hier abspulte. Und Labbadia, die Möglichkeit für den Mann, der zum großen Konkurrenten zum FC Bayern München wechseln wird. Fast wie Gerd Müller. Kein Glück. Und Kaiserslautern vor der Pause dann offensiver mit Hoffmann. Hotic, auch ein wunderschöner Angriff vorgetragen. Wieder Labbadia, seine zweite Chance, nur 100 Sekunden nach der, die wir gerade eben gesehen haben. Und dann der letzte Angriff vor der Pause, diesmal vorgetragen von den Grün-Weißen. Borowka zieht ab, auch hier gute Parade von Ehrmann und ein Halbzeitgespräch von Alexander von der Gröben mit Guido Hoffmann und Gerald Ehrmann. Die 1-0-Führung der Bayern, ist das für Sie belastend? Wir führen die 1-0, ich weiß es nicht. Ja, hier steht es 1-1, für die ist das belastend. Okay. Die 1-0-Führung der Bayern, ist das für Sie irgendwie belastend jetzt? Nö, eigentlich nicht, noch sind wir einen Punkt vor. Ja, Sie haben es gehört, 1-0 zu diesem Zeitpunkt in Wattenscheid. Sie hatten sie eben auch schon in unserem Spielbericht aus Bochum von Burkhard Weber gesehen. Aber offenbar, zumindest nach außen hin demonstriert, schockte das die Lauterer überhaupt nicht. Sie hatten einen Punkt angepeilt und sie kamen aus der Kabine unverändert, frisch, aber hier eigensinnig mit Labbadia. Hotic ärgert sich sicherlich nicht zu Unrecht. In der Mitte stand er völlig frei. Das sind die ersten Szenen nach dem Wiederanpfiff. Hier haben wir nochmal diese Aktion von Labbadia, der es hier gleich mit Zweien aufnimmt, mit Votava und mit Brazet. Lieber früher geschossen oder abgespielt hätte. Und das der Kollege vom Radio. Man hat also auch in der ersten Halbzeit trotz des Rückstandes, trotz des Tores von Klaus Allofs hier sehr gut weitergespielt. Hat 10 Minuten gespielt. Sie haben es gehört, die Worte bestätigend. Lautern spielte gut mit und wir sind jetzt bereits in der 20. Minute der zweiten Halbzeit. Das ist Rufer. Offener Schlagabtausch zu diesem Zeitpunkt. Noch einmal der Mann aus Neuseeland. Und dann zeigte die Uhr 16.48 Uhr im Weserstadion in Bremen an. Jetzt genau hingeschaut. Labbadia, der kluge Blick diesmal. Und da ist Markus Schupp. Der Mann, der nach Wattenscheid geht und mit diesem Schuss die Meisterschaft einfuhr. Das war die Frage auf den Rängen. Führung für Kaiserslautern im Bremer Weserstadion, wo man in den vergangenen Jahren nur zweimal gewinnen konnte. Gute Vorarbeit in diesem Falle hier uneigennützig von Labbadia und der platzierte flache Schuss von Schupp. Die Führung für die Gäste. Und das ist der Jubel des Trainers Kalli Feldkamp. Ich hatte ihn beobachtet zu Beginn des Spiels nach dem Rückstand. Da sah es noch ganz anders bei ihm aus. Nun war Werder gefordert. Die Mannschaft hatte ja verkündet, dass sie heute hier gewinnen wollte. Und man tat einiges. Rufer hier auf Zuspiel von Herrmann. Und da geht Allofs knapp vorbei. Ja, in den letzten 7 Spielen gab es keinen Erfolg mehr. 6-mal unentschieden spielte man vor allen Dingen 3-mal hier zu Hause. Aber jetzt in der Schlussphase musste man natürlich das Spiel machen. Und die Mannschaft aus Kaiserslautern hatte die Chance zu kontern und sah dieses Zwischenergebnis aus Wattenscheid. 2:1 für Wattenscheid gegen Bayern München. Das musste doch einfach beflügeln. Eils für Werder. Er trieb an, blieb aber unauffällig. Wolter und Klaus Allofs, der beste Werder-Spieler, hatte die meisten Chancen, er hatte viel Laufarbeit geleistet. Kompliment an Klaus Allofs. Und wieder Kaiserslautern. Hatte Raum, ich sagte es. Scherr hier auf der rechten Seite. Und das ist Labbadia. Eine seiner letzten Szenen, bevor er ausgewechselt wurde gegen Lelle. Eine gute. Auch er hatte ja vor Wochen noch wichtige Tore erzielt, aber in der Zwischenzeit Ladehemmung.
Dann kommt ein Wechsel, Haber für Kaiserslautern, Goldbeck geht raus, der ärgert sich, bei einem solchen Spiel ausgewechselt zu werden. Hier hatten wir ganz kurz Marco Haber, den Spaßvogel in der Lauterer Mannschaft. Ein Jungtalent mit sicherlich großen Möglichkeiten, sich in naher Zukunft einen Stammplatz zu erspielen. Aber Werder hatte immer noch nicht aufgesteckt. Thomas Wolter. Klaus Allofs. Kaum zu neutralisieren von Kranz und diese Kopfballchance hier von Windenrufer. Immer wieder Schockmomente, noch einmal in der Zeitlupe. Wenngleich diese Führung, dieses 2:1 für die Gäste aus der Westpfalz mehr war zu diesem Zeitpunkt, als man erhoffen durfte. Aber dann diese Mitteilung auf der Anzeigentafel. Bayern München hatte den Ausgleich erzielt. In der Zwischenzeit nur noch wenige Minuten zu spielen. Und jetzt wollte Werder sogar noch mehr. Wieder Allofs. Blut und Wasser wurde auf der Bank geschwitzt. Hernach musste sich Kalli Feldkamp lange duschen. Es dauerte sehr lange, ehe er zur Pressekonferenz kam. Und dann die angekündigte Auswechslung. Lelle kommt für Labbadia. Und Sie haben es ganz kurz gesehen. Stefan Kunz am Arm, an der Schulter verletzt. Er wäre lieber rausgegangen. Aber wie Weiland Franz Beckenbauer in Mexiko, er musste weiterspielen. Der Trainer sagte, du bleibst drin. Der letzte Mann, der Libero, Stefan Kunz, also bis zum Ende dabei. Und immer wieder Werder Bremen. Bockenfeld haben Sie da gerade gesehen, der in der Zwischenzeit dabei war. Und wieder eine Kopfballchance. Ja, es wurde eng und enger. Und immer wieder der Blick von Labbadia, der draußen stand, nicht mehr zum Geschehen auf dem grünen Rasen, sondern zur Anzeigentafel. Was machen die Bayern? Und Signal von Feldkamp, noch eine Minute und dann dieser Jubel hier. Unglaubliches in Wattenscheid war in der letzten Minute das 3:2 für die SG 09 gefallen. Und hier war sozusagen auch Schluss. Damit der erste FC Kaiserslautern praktisch Meister. Und dann der Pfiff, dem die Tollheit folgen sollte. Jubel ohne Ende, Tausende, die den Platz stürmen sollten. Bremer und Lauterer gemeinsam nach dem ersten Jubel über den Titel, der zu 99%, sage ich einmal, in die Pfalz geht, nach 28 Jahren erstmals wieder. Und immer wieder Gesänge gegen die Bayern. Kalli Feldkamp, der Gratulationen entgegennimmt und sich dann aufmachte, ein Fleckchen zu finden, wo er mit sich alleine sein konnte. Verstohlen dann auch hier eine Träne aus dem Auge reibt. Der Lohn einer guten Arbeit über die gesamte Saison hinweg. Und ich sage das einfach mal, 4 Punkte Vorsprung. Der erste FC Kaiserslautern rechnerisch zwar noch zu verdrängen, aber die Pfälzer durften der neue deutsche Fußballmeister sein. Und das waren die Szenen 10 Minuten nach dem Abpfiff. Nichts mehr vom Fußballfeld zu erkennen, alles auf dem Platz und wir waren nachher bei der Pressekonferenz und dann gab es noch Saures von beiden Trainern in Richtung München. Wir sind also mit Sicherheit, das sage ich Ihnen, im eigenen Stadion dazu in der Lage, den Punkt zu holen, den wir brauchen, den wir wirklich brauchen, aber wir haben schon so oft im eigenen Stadion zurückgelegen und bis jetzt hat es immer geklappt, bin ich da 2 zu holen, wenn wir am Samstag wohl den einen holen. Nach dem 2:1, dann wird es wieder zu hektisch und man spielt nicht mehr so überlegt und ruhig nach vorne. Und letztlich und endlich hat der FCK dann seine Möglichkeiten genutzt. Und wie schon gesagt, wenn sie es denn, und davon bin ich überzeugt, in diesem Jahr schaffen, dann sind sie ein verdienter deutscher Meister. Und ganz Deutschland hofft und wünscht ja, dass der FCK in diesem Jahr deutscher Meister wird. Dankeschön. Ich weiß ja, wie lange Werder Bremen gebraucht hat, um deutscher Meister zu werden und wie viel die Bayern immer dazu beigetragen haben, dass sie eigentlich, wie wir als Provinz, immer abgestempelt wurden. Und ich finde, das spürt man bei diesen Leuten. Ich warte jetzt auf ein paar neue Sprüche, nachdem man den Europapokal nicht geschafft hat, nicht deutscher Meister geworden, kein Pokalsieger geworden ist. Naja, hoffentlich erreichen sie den UEFA Cup.
4 Punkte Vorsprung, kann man da schon zur deutschen Meisterschaft gratulieren? Nehmen Sie schon Glückwünsche entgegen? Nein, auf keinen Fall. Das ist wie wenn man beim Geburtstag vorgratuliert. Das ist erst dann passiert, wenn es 12 Uhr ist. Das heißt also, wenn wir rechnerisch nicht mehr einzuholen sind. Sie haben eine Verletzung am Arm. Sie haben die ganze Zeit mit angewinkeltem Arm gespielt. Was war los? Ja, ich bin bei dem einen Gegenangriff, wo ich mal in der Sturmspitze war. Wahrscheinlich war das so ungewohnt, dass ich dann hingefallen bin und auf die Schulter gefallen bin. Muss man mal heute Abend das Röntgenbild abwarten, wie schwer die Verletzung ist. Dass Sie Libero spielen, wann wussten Sie das oder haben Sie da sich selber angeboten? Nee, diesmal hat der Trainer mir die Verantwortung gestern Abend übergeben, hat sich das die ganze Woche überlegt und ist dann zu dem Schluss gekommen, dass ich von hinten, vom Sprechen her und vom Rufen her vielleicht die Mannschaft am ehesten führen kann. Und da kann man natürlich so gut Libero spielen, wenn man solche Vorderleute vor sich hat. Tja, und als sich der Bus der Lauterer dann nach langer, langer Zeit endlich den Weg durch die Menge bahnen konnte und abfuhr, hatte man einen vergessen. Tom Dooley, der morgen nicht beim Training sein wird. Tja, soweit die Bilder aus Bremen. Uli Hoeneß, ich glaube, Sie müssen gratulieren in Richtung Kaiserslautern. Das habe ich immer gesagt. Wenn Kaiserslautern deutscher Meister wird, bin ich fair genug zu sagen, sie haben das verdient. Denn wenn man nach 34 Spielen vorne steht, dann gibt es kein Glück und nichts. Und wer da vorne steht, hat es verdient. Also rein rechnerisch kann der FC Bayern zwar noch Meister werden, aber daran glauben Sie auch nicht mehr? Nein, daran glauben wir natürlich nicht, denn Kaiserslautern ist heimstark genug, um sich nächste Woche einen Punkt zu holen. Eigentlich sind Sie ja miteinander sehr fair umgegangen die ganze Zeit über, die Kontrahenten um die deutsche Meisterschaft. Jetzt kam so eine kleine Spitze vom Karl-Heinz Feldkamp gerade. Hoffentlich schaffen die Bayern noch einen UEFA-Pokalplatz. Naja, ich meine, ich verstehe die Euphorie, die jetzt haben, und wenn man so lange eben nicht deutscher Meister geworden ist, ist verständlich, dass man sich jetzt freut, und warten wir mal ab, ob sie weiterhin fair genug sind, in der Freude nicht überheblich zu werden. Überheblichkeit ist ja etwas, was man sehr oft dem FC Bayern München vorgeworfen hat. War es möglicherweise diese Überheblichkeit, die dazu führte, dass der FC Bayern nicht deutscher Meister wurde? Ich denke an die Niederlagen zu Hause gegen St. Pauli, zu Hause gegen Düsseldorf und auch heute in Wattenscheid. Ich glaube nicht, dass es daran gelegen hat. Es gibt sicherlich viele Gründe. Dazu gehören sicherlich die Tatsache, dass wir als sechs Spieler zur WM abgestellt hatten, dass die ganze Vorrunde eben gebraucht haben, um wieder in Form zu kommen. Dazu gehört sicherlich, dass wir in der entscheidenden Phase dieser Meisterschaft eben 4 schwere Europapokalspiele hatten, immer in der Zeit, in der die anderen sich ausruhen konnten. Ich denke da an das Spiel in Kaiserslautern, wo wir 3 Tage vorher bis nachts um 1:30 in Porto spielen mussten. Aber ich muss noch mal sagen, es hat keinen Sinn jetzt hier zu versuchen, irgendwas in den Becher von Kaiserslautern zu stoßen. Ich muss sagen, wer vorne ist, ist deutscher Meister geworden. Und ich gratuliere Kaiserslautern herzlich dazu. Der Tag danach. Das Training wurde um eine halbe Stunde auf 10.30 Uhr verlegt. Die Spieler hier, Stefan Kunz und Markus Schupp, nach kurzer Nacht, guter Dinge, aber nicht euphorisch. Dann kommt der Trainer. Eine kurze Begrüßung und Business as usual. Das heißt nicht ganz, denn erst gibt es noch etwas zu feiern. Nein, natürlich nicht den Meistertitel. Noch nicht. Genau der 57. Geburtstag ist es. Mannschaftsbesprechung mit Männergesangsverein und Sekt. Roter Teufelsekt natürlich. Eine schöne Geste der Spieler. Wenn die Meisterschaft noch nicht gefeiert werden kann, dann doch wenigstens der Geburtstag. Wir haben uns überlegt, was wir am besten ein Geschenk machen können. Wir haben uns für den Sieg in Bremen entschieden, das war uns billigste für die Mannschaftskasse. Wie war? Kaiserwetter auf dem Betzenberg und auch die Fans haben an Karl-Heinz Feldkamp gedacht. Das Training ist entspannt, einzelne Gespräche wie hier mit Markus Kranz. Dazu leichtes Balltraining. Karl-Heinz Feldkamp bleibt auch in der Woche vor dem möglicherweise größten Erfolg seiner Trainerkarriere gelassen. Reflexionen auf das gestrige Spiel. Ich war ehrlich gesagt überrascht von der Wende der Belastung, die uns eigentlich über Wattenscheid und über das Spiel in Bremen für ganz neue Aufgaben freigemacht hat. Denn jetzt heißt es doch hier, das sehen Sie heute Morgen hier, hier wird gefeiert, als wenn wir schon deutscher Meister wären. Und das ist eigentlich das Problem, was positiv ist. Positiv ja, aber wie ernst Feldkamp diese Woche angeht, zeigt,
dass auch am Montag trainiert wird und dass das Trainingslager für das Spiel gegen Mönchengladbach auf Mittwoch vorverlegt wurde. Zwei fehlten heute. Ja, ich habe gestern bin ich auf die Schulter gefallen und heute Morgen war ich im Krankenhaus zum Röntgen. Da wurde diagnostiziert, dass der Gelenkspalt ein bisschen offen steht in der Schulter und dass halt wahrscheinlich eins von den drei Bändern gerissen ist. Aber der Einsatz gegen Köln in zwei Wochen zum Finale ist auf keinen Fall gefährdet. Nein, wenn ich nicht nochmal drauf falle, nicht. Ich habe schon die letzte Woche zweimal nicht trainieren können, weil ich Achillessehnenprobleme habe. Und gestern in der zweiten Halbzeit habe ich es schon arg gemerkt. Deswegen bin ich dann auch später rausgegangen. Gut, ich werde jetzt die nächsten Tage nur Lauftraining erstmal machen und dann mich halt absolut konzentrieren auf das Samstagspiel. Neben dem Ausfall von Stefan Kunz, der am Samstag durch die vierte gelbe Karte gesperrt sein wird, also keine weitere Hiobsbotschaft für Karl-Heinz Feldkamp. Noch 155 Stunden bis zur möglichen dritten Meisterschaft nach 1951 und 1953. Zeit genug für die Fans hier in Kaiserslautern, wenigstens für ein paar Stunden Kalli Feldkamp und seinen ersten FCK zu vergessen und einfach den schönen Sonntag zu genießen. Heute Nachmittag gab es in der Pfalz nur ein einziges Ziel, den Lauterer Betzenberg. Wohl dem, der eine Eintrittskarte hatte, das Stadion mit 38.500 Zuschauern seit Wochen restlos ausverkauft. 100.000 Karten hätte man verkaufen können. Sitzplatzkarten wurden auf dem Schwarzmarkt für 1.000 Mark gehandelt. 30 Minuten noch bis zum Anpfiff, der Betzenberg brodelte, das Fritz-Walter-Viereck schien aus allen Nähten zu platzen, die Stimmung grandios, meisterlich. Wir haben überhaupt nichts zu verlieren, wir können nur gewinnen und wir sind auch hingefahren, um die Bundesliga offen zu halten, wollen hier auch gewinnen, ist doch ganz klar. Wir gewinnen eigentlich jedem die Meisterschaft, nur wir wollen uns natürlich auch nicht abschlachten lassen, das ist natürlich klar, geschenkt wird natürlich nicht. Normal wie jedes andere Bundesligaspiel auch. Ich meine, wenn man, glaube ich, Profi ist, will man auf den Platz gehen und gewinnen. Ja, wir wollen auf jeden Fall gewinnen. Wenn sie uns die Siegesprämie geben, dann machen wir schon alles klar. Ne? So viel Geld hat RTL Plus natürlich nicht. Pünktlich um 15.30 Uhr der Anpfiff durch Schiedsrichter Wolf-Günther Wiesel. Der Lauterer Countdown zur deutschen Fußballmeisterschaft 1991 hat begonnen. Und an die Bayern haben die Pfälzer natürlich auch gedacht. Kalli Feldkamp hatte seine Elf vor den Gladbachern gewarnt. Für den Coach ist die Borussia neben dem HSV die beste Auswärtsmannschaft der Liga. 9 Spiele sind die Gladbacher ungeschlagen. 8 Minuten gespielt, Gladbach die Gäste also von rechts nach links. Jörg Neun mit einem glänzenden Seitenwechsel. Das ist Thomas Kastenmeier. 17 Meter, er versucht es einfach mal und ein kapitaler Fehler von Torhüter Gerry Ehrmann. Das 1:0 für die Gäste. Für den Ur-Bayern Thomas Kastenmeier, Saisontreffer Nummer 8 und für den FCK eigentlich eine gewohnte Situation, denn auch in den letzten beiden Heimspielen gegen den KSC und gegen Bochum mussten die Feldkampfschützlinge einem Rückstand hinterherlaufen. Keine Frage, dieser Treffer geht ganz klar auf die Kappe von Gerry Ehrmann. Ein türkischer Aufsetzer. Der Ball springt gegen die Brust und geht ihm dann durch die Beine. Die lautere Antwort. Markus Kranz, der Juniorennationalspieler. In der Mitte lauert Bruno Labbadia mit dem Kopf und Uwe Kamps. Mit den Fingerspitzen lenkt er den Ball zur Ecke. Noch einmal die dazugehörige Zeitlupe. Bruno Labbadia mit großem Sprungvermögen, ebenso Uwe Kamps. Dann Freistoß für den Tabellenelften. Der Spezialist heißt Thomas Kastenmeier, der Spieler mit der Nummer 2. Die lautere Abwehr postiert. Und nach 20 Minuten heißt es gar 2:0 für die Gäste, für Borussia Mönchengladbach. Saisontor Nummer 9 für Thomas Kastenmeier. Und Sie haben es gesehen, Kalli Feldkamp wie versteinert. Diesmal keine Abwehrmöglichkeit für Gerry Ehrmann. Und so erlebte Kalli Feldkamp um kurz vor 4 das 0:2. Die Lauterer geschockt, die Nerven flatterten. Ein Fehler von Markus Kranz. Winhoff allein gegen Gerry Ehrmann. Und der Lauterer Keeper bewahrt seine Elf vor einem höheren Rückstand. Zweimal haben die Gladbacher bisher auf des Gegners Platz gewonnen. 3:1 in Köln und 5:2 in Leverkusen. Die Gladbacher weiterhin frech, ohne Druck. Das Abstiegsgespenst haben sie ja bereits
verjagt. Martin Max im Zusammenspiel mit dem sehr agilen Peter Winnow, dann eine Flanke und die Endstation heißt Gerry Ehrmann. Gespielt eine halbe Stunde und Kalli Feldkamp reagierte. Im Sturm lief nicht viel zusammen, folgerichtig brachte er mit Bernhard Winkler einen weiteren Angreifer für Bjarne Goldberg. Dann war Halbzeit. Bayer bleibt Bayer, oder? Ja, mit Sicherheit. Wäre ja nie Opling, auch wenn ich da herumspiele bei den sogenannten Preisen. Sich die Tore vorgenommen, vorher schon? Ja, sagen wir mal, vorgenommen nicht, aber ich habe es mir gewünscht. Man weiß ja, wenn der Freistoß von der Seite kommt, wieder zweite wieder, dass schon andere Tormänner das Nachsehen gehabt haben gegen mich. Und heute hat es halt wieder geklappt. Ja, gar nicht so leicht zu verstehen, der Thomas Gastenmeier. Auch die Sprache wird er wohl immer beibehalten. Die Lauterer kamen mit Volldampf aus der Kabine. Bruno Labbadia mit der ersten großen Möglichkeit, aber Uwe Kamps mit dem Fuß. Noch einmal die dazugehörige Zeitlupe und in dieser Situation Glück und natürlich auch Können für den Gladbacher Keeper. Nur 30 Sekunden später Kai Friedmann, der ja zum 1. FC Nürnberg wechseln wird. Uwe Scheer, wieder Labbadia, er legt ab für Uwe Scheer. Und auch diesen Knaller entschärft Uwe Kamps in souveräner Manier. Bei der Kabinenansprache von Kalli Feldkamp hätte ich gerne mal Mäuschen gespielt. Libero Rainer Ernst jetzt fast ausschließlich in der Offensive die 60. Minute. Demir Hotic heute nicht so stark wie gewohnt. Markus Kranz. Labbadia legt wieder auf, noch einmal Hotic. Diesmal aber der Schuss exakt auf Torhüter Uwe Kamps. 60 Sekunden später. Die Lauterer machten jetzt Druck, die Gladbacher eingeschnürt am eigenen Strafraum. Rainer Ernst, dann im Lupfer. Jetzt doch die eine oder andere Unsicherheit in der Gladbacher Abwehr. Bruno Labbadia. Wir sehen es, der Ball kam von Frank Schulz. Da fehlten nur Zentimeter. Kurz zuvor hatte Raimund Aumann in Nürnberg den Strafstoß gehalten. Ein Spiel der Nerven. Die 69. Spielminute. Dule, Labbadia, Bernhard Winkler aus der Drehung. Aber da fehlten dann doch einige Meter. Der Betzenberg kochte und die Fans waren natürlich immer mit einem Ohr radiomäßig in Nürnberg. Hier noch einmal die Möglichkeit für den eingewechselten Bernhard Winkler. Dann ein Freistoß für den FCK. Markus Kranz wird schießen. Und einmal mehr Uwe Kamps. Heute machte er keinen Fehler. Der FCK spielte nicht nur gegen eine sehr gute Gladbacher Elf, auch gegen die eigenen Nerven und gegen den Sekundenzeiger, der unaufhaltsam 90. Spielminute. Die Lauterer versuchen es nun mit allen Tricks. Eine eindeutige Schwalbe, das werden wir in der Zeitlupe sehen, von Demir Hotic, entlarvt durch unsere Hintertorkammer. Dann wieder ein gefährlicher Konter der Borussia. Klinkert mit einer verunglückten Abgabe. Schneider auf Peter Winnow. Der auf und davon lässt Kai Friedmann ins Leere laufen. Das 0:3, das 3:0 also für Borussia Mönchengladbach gegen den Tabellenführer, gespielt 82 Minuten, Winhoffs dritter Saisontreffer. 16 Mal haben die Lauterer bisher auf dem Betzenberg gespielt und noch kein einziges Spiel verloren. Ein kurzer Haken von Winhoff, Friedmann läuft ins Leere, sieht da nicht ganz so gut aus und auch bei diesem dritten Treffer keine Möglichkeit, keine Abwehrmöglichkeit für den Lauterer Keeper Gerry Ehrmann. Tja, und die Lauterer Bank erlebte diesen dritten Gladbacher Treffer wie folgt. Kaum noch eine Reaktion bei Kalli Feldkamp. Aber seine Spieler, sie gaben sich noch nicht auf. Sie kämpften wie die Teufel. Tom Dooley rackerte für zwei heute. Es läuft die 89. Minute. Markus Schupp, er wechselt ja nach Wattenscheid. Schupp gegen Aichin. Und Schiedsrichter Wolf-Günther Wiesel
entscheidet sofort auf Strafstoß, das Ganze 60 Sekunden vor dem Ende. Kann man geben, diesen Strafstoß? Die Entscheidung von Wiesel kam sofort. Das Duell Kranz gegen Kamps. Und der Schütze bleibt Sieger, das 1:3, der Anschlusstreffer für die Pfälzer. Und nun wurde es noch einmal spannend, wurde es noch einmal dramatisch auf dem Betzenberg. Tja, da war er noch dran, der Uwe Kamps. Musste sich also erst durch diesen Strafstoß geschlagen geben. Alle Lauterer Spieler jetzt eigentlich nur noch in der Hälfte von Borussia Mönchengladbach. Kalli Feldkamp peitschte seine Jungs nochmal nach vorn. Die Gladbacher ließen sich Zeit. Markus Kranz. Hohe Bälle jetzt immer wieder in den Strafraum von Borussia Mönchengladbach. Labbadia und Winkler kommt da zu spät. Es läuft die 90. Spielminute. Aber die Entscheidung von Schiedsrichter Wiesel, hier einige Minuten nachspielen zu lassen, korrekt. Der Ball etwas zu lang für Martin Schneider, der ja vom Club kam und früher auch mal bei den Bayern gespielt hat. Der eingewechselte Lelle, er kam in der 66. Minute für Guido Hoffmann. Wieder Markus Kranz, der jetzt immer wieder hoch die Bälle in den Strafraum brachte. Und Jörg Neun klärt. Rainer Ernst. In der Offensive stärker als auf der Libero-Position. Wieder Kranz und Endstation einmal mehr Uwe Kamps. Die Kräfte ließen natürlich nach bei den Lauterern. 90 Minuten waren sie angerannt und das Erfolgserlebnis bisher recht dürftig. Nur ein einziger Treffer. Geri Ehrmann, der heute den Mannschaftskapitän Stefan Kunz in dieser Position vertrat, hat es natürlich eilig. Wieder Rainer Ernst, dann einen langen Ball, das ist natürlich das einzige Rezept, kurz vor Schluss. Hottic schlägt auf für Bruno Labbadia. Das hat er sehr, sehr geschickt gemacht, nicht geknallt, geschaut und dann den Ball mit dem Innenriss platziert, ins Eck geschoben. 91 Minuten gespielt, nur noch 2:3. Endlich hat er also wieder getroffen, der Neu-Bayer Bruno Labbadia. Einige Zuschauer hatten den Betzenberg schon verlassen, aber sie kamen wieder einige Sekunden noch zu spielen. Uwe Kamps. Rainer Ernst, nur noch den Ball nach vorne schlagen jetzt, die einzige Devise der Gastgeber. Welch eine Dramatik. Das Ergebnis in München auf der Tribüne natürlich bekannt. Immer noch führten die Bayern mit 1:0. Und wieder die Lauter. Uwe Scheer angeschlagen. Markus Kranz, Hottic wieder, der Junioren-Nationalspieler. Und noch einmal Eckball. Vielleicht die letzte Aktion hier in dieser Partie. Labbadia hat es wieder mal erwischt. Hat hier einige Probleme mit seinem Rücken. Am Donnerstag fuhr er seinen Wagen zu Schrott. Lelle wird den Ball hereingeben. Wenige Sekunden nur noch zu absolvieren. Alle Mann jetzt im Strafraum der Gladbacher. Und dann kommt er zum Ball. Markus Kranz. Der Spieler mit der Nummer 6. Er hätte heute berühmt werden können. Er hätte Fußballgeschichte schreiben können. Aber wir sehen es in der Zeitlupe noch einmal. Tausendsasser Uwe Kamps abermals mit einer Reflexbewegung. Dann war Schluss auf dem Betzenberg. Die 93 Minuten waren vorüber. 3:2 gewinnt Borussia Mönchengladbach beim Tabellenführer. Gleichbedeutend ist dies mit der ersten Heimniederlage des 1. FC Kaiserslautern. Und das Ganze einen Spieltag vor Toreschluss. Stimmen nach dem Spiel eingefangen von meinen Kollegen Michael Pfad und Christian Sprenger. Und wir beginnen mit den Siegern. Na gut, dann bleibt es interessant. Ich selbst kenne es ja vom eigenen Leib her, wie es ist, wenn man so kurz davor ist. Wir haben es in Bremen auch gehabt. Ich hätte mir gewünscht, dass die Kaiserslauterer heute Meister werden, weil ich es einfach gut finde, wenn auch mal eine Mannschaft oder der Nobodies mal Meister wird. Aber noch haben sie alle Chancen. Ich kann nur hoffen für die Kaiserslauterer, dass sie die Nerven behalten,
Und nächste Woche haben sie auch ihren Stefan Kunz hoffentlich wieder dabei und dann vielleicht holen sie den einen Punkt. Sie haben es angesprochen, Sie kennen die Situation. Was geht da in so einer Woche vor, wenn man einen Vorsprung hatte, alle haben einen als Meister gefeiert und dann gleitet es einem doch noch vielleicht durch die Finger? Ja, das Schlimme ist, man denkt unbewusst nur daran, was eigentlich nach dem Spiel ist, wenn du Meister bist. Wir feiern, da feiern und hier jubeln und dann fängt das Spiel Uhr plötzlich an um 3:30 und dann haben auch die Kaiserslautern heute gesehen, man hat ja am Anfang total gemerkt, die waren total verunsichert, nervös, wo sie sonst mit Kampf und allem dann was erreichen und heute waren wir, glaube ich, die klar bessere Mannschaft, obwohl sie natürlich zuletzt Druck gemacht haben, aber es ist eben so, in der Meisterschaft, da musst du dann mit deinen Nerven fertig werden, was dich positiv beeinflussen kann. Die Kaiserslauterer hat sicherlich heute negativ beeinflusst. Also ich meine, uns ging es im letzten Jahr ähnlich. Wir mussten im letzten Spiel in Nürtingen auch noch einen Punkt holen. Von daher weiß ich, wie das Gefühlsleben ist eines Profis in so einer Situation. Wie? Und man ist mit Sicherheit tierisch nervös, man weiß, dass es um alles geht. Um entweder ganz oben oder eben nicht im Prinzip. Und von daher ist es schon ein schwieriges Stück Arbeit für die Lauterer nächste Woche. Ich glaube, dass eben allein durch die Medien unwahrscheinlich viel auf die Spiele einwirkt. Und es ist nicht ganz einfach, da klaren Kopf zu bewahren und seine Leistung, die man normal gewohnt ist, zu bringen, auf den Platz wiederzugeben. Was war denn heute? Waren die Lauterer verkrampft oder wart ihr so stark? Ich glaube schon, dass wir sehr stark waren. Dazu kam natürlich die Nervosität der Kaiserslauterner. Und man hat ja auch gesehen, gleich beim ersten Tor hat der Gary Ehrmann daneben gegriffen. Da konnte man auch sehen, dass die Nervosität da war. Und dann standen sie fast schon mit dem Rücken zur Wand. Und sie hätten ja auch in der ersten Halbzeit noch mehr Tore kriegen können. Da könnten sie sich ja nicht beschweren. Ich komme nochmal darauf zurück, auf den Anfang. Wem würden denn die Gladbacher? Ich habe eben mit Norbert Meyer gesprochen. Der hat gesagt, ich wünsche eigentlich den Lauterern den Sieg, auch den Fans hier. Wem wünschen Sie denn die Meisterschaft? Ja gut, ich meine, es würde mit Sicherheit der Bundesliga mal gut tun, wenn jemand anders Meister werden würde. Wenn ich persönlich komme aus Bayern und mein Herz hängt auch mit Sicherheit noch an Bayern. Haben Sie eigentlich die Woche mal mit Jupp Heynckes telefoniert? Ja, also wenn es so wäre, würde ich es Ihnen jetzt auch nicht sagen. Aber ich habe also war es so? Aber nein, ich habe nicht mit ihm telefoniert. Aber Ihnen liegt eigentlich der ehemalige Kollege Jupp Heynckes, den Sie noch aus Gladbacher Zeiten gut kennen, vielleicht ein bisschen näher als Kalli Feldkamp und die Lauter? Ich muss Ihnen sagen, wenn Sie da eine Antwort drauf haben wollen, muss ich Ihnen sagen, wir sind genauso motiviert, wenn wir gegen Bayern München spielen, wie auch heute gegen den SFC Kaiserslautern. Und zumal sitzen beide Kollegen auf der Bank, so wie ich auch, und spielen müssen letztendlich die Akteure. Ja, ich bin heute mal ein Bayer und das wird sich ja nicht ändern. Und Bayern kann von mir auch schon Meister werden. Was war heute der Grund? Lautern so nervös und so schwach oder ihr so stark? Ich finde, dass wir wieder sehr stark gespielt haben heute. Und wenn wir die ganzen Chancen reingemacht hätten, die wo wir schon die erste Halbzeit gehabt, dann wäre das Spiel schon lange entschieden gewesen. So ist es zum Schluss noch ein bisschen eng geworden. Und ich glaube, die Lauter haben ein bisschen schwere Beine gehabt. Haben Sie eigentlich die Woche telefoniert mit Ihren alten Mannschaftskameraden mal oder mit Jupp Heynckes oder Uli Hoeneß? Ich habe es eigentlich vorgehabt, aber ich habe mit kaum telefoniert. Ich wollte erst einmal das Spiel vorübergehen lassen und dann, jetzt kann man genug telefonieren. Ich weiß ja gar nicht, was ich sagen soll. Es war so deprimierend heute. Wir haben überhaupt nicht so gespielt, wie wir sonst, was uns in den letzten Wochen stark gemacht hat. Wir haben viel zu passiv gespielt. Ich glaube, viele von uns waren schon 2 Punkte weiter. Das waren zwei, also um mal zu sagen, saudumme Tore. Das erste beim Gary, das, was normalerweise nicht passiert. Das hat uns dann etwas verunsichert. Und dann der Freistoß, der dann noch zum Tor geführt hat. Und da waren wir natürlich nervös, das ist ganz klar. Das ist richtig, das ist überhaupt kein Thema. War ein haltbarer Ball und das Ding geht auf mich. Ganz klar. Wir haben einfach zu ängstlich gespielt. Wir haben Angst gehabt, Fehler zu machen, haben Angst gehabt, nach vorne zu spielen. Wir waren zu passiv im Zweikampf und dadurch haben wir das Spiel verloren. Jetzt haben die Bayern auch noch gewonnen. Ja, sicher, ist alles gegen uns gelaufen. Es läuft alles im letzten Spieltag raus. Wir müssen in Köln punkten, sonst ist die Meisterschaft weg. Was macht man denn jetzt bis nächste Woche Samstag? Ja, ich schätze, wir werden uns konzentrierter auf die Aufgabe wie normal und wir schauen, dass wir den einen Punkt einfahren und das ist auch das Wichtigste. Kalli Feldkamp, das haben wir uns, glaube ich, alle ganz, ganz anders vorgestellt. Ja, natürlich. Es ist im ganzen Umfeld eigentlich alles vorbereitet worden, dass hier heute die deutsche Meisterschaft eingefahren wurde. Und wir haben auch versucht, in der ganzen Woche die Sache ja, innerhalb der Mannschaft herunterzuspielen. Aber das gelingt wahrscheinlich doch nicht ganz. Denn es waren doch heute, und das habe ich auch eben der Mannschaft gesagt, es war eigentlich das Paradestück der letzten Wochen, dass wir so lauffreudig waren, dass wir spritzig waren. Es war nicht. Und ja, wenn man dann so in den Rückstand kommt, dann ist es eigentlich das, was wir in den letzten Monaten immer gekonnt haben, noch mal umzubiegen. Aber heute fehlte vielleicht doch, ja, sagen wir mal, der Mut nicht, aber so der letzte Biss. Es war bei 2-0 zu viel, was wir bis dahin verloren haben. Sie waren ja von vornherein schon skeptisch. Sie haben gesagt, ich will die Meisterschale nicht und ich will meine Ruhe und wartet erst mal ab.
Das sind Dinge, wenn ich das jetzt umgekehrt gesagt hätte, würden Sie fragen, waren wir nicht zu überheblich. Wir haben versucht, innerhalb der Mannschaft sehr ernst uns vorzubereiten mit den Möglichkeiten, die wir hatten, auch von der Mannschaftsaufstellung her. Ich freue mich eigentlich darüber, wenn ich das überhaupt sagen will, dass es nicht daran gelegen hat, dass ein Mann heute wieder Rainer Ernst das erste Mal Libero gespielt hat, sondern wir haben das Spiel vielleicht in ganz anderen Positionen verloren. Stefan Kunz hat aber auf alle Fälle gefehlt. Ja gut, das müssen Sie sagen. In den letzten Wochen haben wir immer gesagt, es fehlt keiner. Mit einem Mal war es vielleicht heute in dem Spiel vielleicht doch der Schub, der von ihm ausgehen kann. Aber das wäre jetzt falsch, das da auf einen Mann zuzuschneiden. Sie sind natürlich in der nächsten Woche jetzt noch mehr gefordert als bisher. Haben Sie sich schon Gedanken gemacht? Ja, dann müsste ich ja alles wegschütteln können. Der Trainer, der das kann, den möchte ich mal kennenlernen. Ich beginne mit Sicherheit, wenn ich alleine in aller Ruhe die Dinge an mir vorbeiziehen lasse. Soweit also Kalli Feldkamp. Um 17.20 Uhr in der Innenstadt in Kaiserslautern. Trauerstimmung. Was uns noch auffiel, einige hundert Handzettel wurden vor dem Spiel verteilt. Ich meine etwas zu früh, denn wie lautet ein schönes deutsches Sprichwort? Totgesagte leben länger. Der Verkehrshinweis auf WDR 2. Wir melden uns vom Kölner Autobahnring. Hier besteht Stau bzw. zähfließender Verkehr, vor allen Dingen im südlichen Teil des Ringes. Durch eine Großveranstaltung im Kölner Stadion. Die Störungen im Einzelnen. A1 von Euskirchen in Fahrtrichtung Köln. Zwischen dem Abzweig Erftstadt und der Anschlussstelle Köln-Löbenich 11 Kilometer Stau. Stau seit den Mittagsstunden auf dem Kölner Autobahnring. Die Pfälzer rückten an, über 30.000 waren unterwegs, um vor Ort eine Antwort zu erhalten auf die Frage, die die Nation die Woche über beinahe so bewegt hatte wie die Frage nach dem Regierungssitz. Doch früher als Bonn oder Berlin wurde Lautern Bayern entschieden, nämlich um 17.15 Uhr. Aber der Reihe nach um 15.30 Uhr war alle Spekulation Makulatur und es gab eine kleine Sensation zum Auftakt. Labbadia, das Spiel der Spiele. Sie haben eine Riesensaison gespielt und jetzt sind Sie nicht dabei. Können Sie mir das erklären? Nee, dann müssen Sie den Trainer fragen. Aber ich glaube, das ist jetzt unwichtig. Wichtig ist, dass die Mannschaft Meister macht, weil sie es absolut verdient hat. Auch wenn das drumherum nicht unbedingt stimmt. Aber die Mannschaft persönlich hat es also hundertprozentig verdient. Labbadia, der Neubayer, also nicht dabei. Für ihn Winkler in der Mannschaft bei Kaiserslautern. Außerdem Roger Lutz für Demir Hutic. Auch das sicherlich eine kleine Überraschung bei den Pfälzern. Kadlec und Stumpf natürlich weiter verletzt. Auch sie blieben zu Hause, verfolgten das Spiel von daheim aus. Köln bis auf Baumann komplett. Ein orkanartiger Auftakt vor vollem Haus. Das ist Flick gegen Haber. Und es gibt eine gelbe Karte und eine Rangelei hier noch mit Guido Hoffmann. Wir sehen, welche Emotionen im Spiel waren und urteilen Sie selbst. Ich denke mal, es gab zwar Gelb, es war aber kein Foul. Dennoch wird diese Aktion im weiteren Verlauf der Partie und dieser Konferenzschaltung noch von großer Bedeutung sein. Der Freistoß. Haber 0:1 in Köln. Fünfte Spielminute und der Jüngste im Team des 1. FC Kaiserslautern, Marco Haber, 19 Jahre jung ist er, ein Pfälzer Bursche, bringt den 1. FC Kaiserslautern mit 1:0 in Führung. Er hatte ja schon den Ausgleich im Hinspiel erzielt beim 2:2 auf dem Betzenberg. Und wie wurde das Ganze in München aufgenommen? Burkhard Weber bitte. In München war man natürlich sofort über den Spielstand in Köln informiert. Die Reaktion schweigen in der Südkurve. Die Spieler geschockt, sie wirkten in der Folgezeit gehemmt. Und die erste zählbare Möglichkeit ergab sich nach diesem Freistoß von Olaf Thon. Hansi Flügler mit dem Kopf vorbei. Gespielt 9 Minuten. Ein Satz vielleicht noch zur Mannschaftsaufstellung. Klaus Augenthaler war von Beginn an dabei. Stefan Effenberg saß zunächst einmal auf der Bank. Und damit geht es weiter bei uns in Köln. In Müngersdorf war die erste Verblüffung verflogen, Köln aber, der 1. FC Köln, weiterhin geschockt. Man merkte das. Sie hatten den Sieg versprochen und dann dieses frühe Tor für den 1. FC Kaiserslautern. 14. Spielminute, Hoffmann auf Scherl, verfolgt von Ange Rudi. Winkler in der Mitte, der Mann, der Labbadia ersetzte und das 0:2 in Köln. Keine Viertelstunde gespielt. Und die Mannschaft, die in der vergangenen Woche eigentlich schon die Meisterschaft hatte einfahren wollen, führte mit 2:0. Wir sehen es noch einmal, Gieske verschätzt sich,
und Winkler mit dem langen Bein. Da kommt auch der Nationaltorwart nicht mehr heran. Rüber nach München zu Burkhard Weber. Wie ist das Tor aufgefangen worden bei euch im Olympiastadion? Die Bayernbank mit einem bösen Blick auf die Anzeigetafel. 0:2 in Köln. Entsetzen bei Jupp Heynckes, Egon Cordes, Uli Hoeneß und natürlich auch bei den Reservespielern. Und die Fans jubelten gerade noch über eine gelungene Aktion ihrer Elf. Dann war wieder Totenstille im Olympiastadion. So etwas wie eine Vorentscheidung in Sachen deutsche Fußballmeisterschaft. Dahinter ein großes Fragezeichen. Weiter geht's mit Wilfried Mohren. Die Kölner hatten nicht einmal Luft holen können. Da lagen sie schon mit 0:2 hinten. Der erste ernsthafte Vorstoß nach 18 Minuten. Eckball Ordenewitz in Müngersdorf. Verlängert von Banach und da ist Hiegel. War die erste Chance für den ersten FC. Wie gesagt, 18 Minuten gespielt. Und die zweite sollte gleich hinten anfolgen. Littbarski, Freistoß. Fehlten aber, wie wir gleich in der Wiederholung sehen werden, doch gut 2 Meter. Da haben wir den Kapitän des ersten FC Köln. Das war natürlich ein Schock für die Domstädter, so früh deutlich in Rückstand zu geraten. Und Sie sehen, der erste FC Kaiserslautern, wie er kämpfte. Gerade diese Einstellung macht deutlich, was sich die Mannschaft, die seit Mittwoch im Trainingslager war, in Gummersbach vorgenommen hat. Kranz, links war Hoffmann frei gewesen, er hätte besser abgespielt. Kranz, der eine Riesensaison gespielt hat, wie die meisten im Team des ersten FC Kaiserslautern. Das Ganze jetzt Mitte der ersten Halbzeit, mit dem komfortablen Vorsprung vom 2:0 im Rücken. Einwurf für den ersten FC Köln auf der Gegenseite und eine wichtige Szene. Ich hatte sie zu Beginn bereits angedeutet. Scherr kommt zu Fall und Flick ist beteiligt. Die Fußangel hat der frühere Münchner rausgehangen und er bekommt für diese Aktion die rote Karte. Zu Beginn unserer Übertragung, Sie hatten es gesehen, hatte er gelb gesehen nach dem Foul, das keines war, gegen Habe. Und hier schauen Sie selbst, war das ein Foul, wie dem auch sei. Flick verließ den Platz, Köln fortan nur mehr mit 10 Spielern. Ein deprimierter Hansi Flick, der seinen früheren Mannschaftskollegen in München hatte helfen wollen. Dann dieser Flankenball hier von Littbarski und ehe man sich's versah, lag Falko Götz am Boden. Gestoßen von Marco Haber, der dafür die gelbe Karte erhielt und es gab Strafstoß für den ersten FC Köln. Und die Chance damit für die Hausherren, die Sache wieder etwas spannender zu gestalten. Ordenewitz gegen Ehrmann. Eiskalt verwandelt. Das 1:2, der Anschluss für den FC Köln. In die Mitte des Tores platziert. Die Kreide spritzt auf, staubt auf. Und auch Dachzahn Gerry Ehrmann hat keine Abwehrmöglichkeit gegen diesen Schuss. Und daraufhin auch hier die Reaktion aus dem Olympiastadion in München. Tja, und wir sind wieder in München mit den Reaktionen Nummer 3. Und zum ersten Mal Jubel in der Südkurve nach diesem Strafstoß von Frank Ordenewitz. Auf dem Rasen tat sich dennoch recht wenig, die Bayern umständlich, hilflos, wenig meisterlich. Jupp Heynckes immer noch sehr, sehr angespannt. Olaf Thon heute mit keiner guten Leistung wurde ausgewechselt in der zweiten Halbzeit. Hier einmal ein Kopfball von Roland Wohlfahrt. Es fielen keine Treffer in München, aber in Köln fielen sie wie reife Früchte. In Köln drehte zunächst einmal der erste FC auf. Ordenewitz, der den Anschluss geschafft hatte. Auf Banner die Riesenchance zum Ausgleich. Gerry Ehrmann, in der vergangenen Woche noch hatte er gepatzt beim Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach. Sie alle erinnern sich. Und dann diese große Tat hier gegen Mucki Banner. 2 Minuten später dieser Eckball hier. An Giroudi, Scherr auf der Linie. Die Führung für den ersten FC Kaiserslautern, sie wackelte in dieser Phase bedenklich. Das Ganze noch einmal. Scherr, der Mann mit den 13 Geschwistern, er alleine könnte eine Fußballmannschaft aufbieten, die allerdings wahrscheinlich nicht so schlagkräftig wäre wie der erste FC Kaiserslautern in dieser Saison. Und dann dieser glänzende Angriff hier. Winkler von Duli bedient per Absatzkick
Bodo Ilkner mit einer Fußspitze raus. Es blieb zunächst einmal beim 2:1 für den ersten FC Kaiserslautern. Hier nochmal die Glanztat des Kölner Schlussmanns. Der anschließende Eckball. Die Aktion zunächst geklärt und dann taucht Markus Kranz auf. Ein ganz böses, übles Foul hier gegen Greiner. Dafür gibt es, ich muss es sagen, nur die gelbe Karte. Greiner völlig umgemäht in dieser Situation. Da hätte man auch rot zeigen können. Glück für den Lautern. Und dann ein Beispiel dafür, wie Lautern das immer wieder fächerartig von hinten herauskam, aus einer stabilen Deckung heraus, über 3-4 Stationen vor den Kölner Strafraum kam. Das ist Markus Schupp. Er geht hier nach Wattenscheid. Abgefälscht. Winkler in der Mitte. Das 3:1 für den ersten FC Kaiserslautern. Welch ein Griff von Kalli Feldkamp, der Labbadia disziplinierte, ihn nicht aufstellte, weil er die Rheinfahrt nicht mitmachen wollte, weil ihm einige Leute nicht passten im Vorstand des ersten FC Kaiserslautern. Feldkamp bot kurzerhand Winkler auf, der Mann, der in Schweinfurt in Würzburg gespielt hatte, und der Bayer mit dem vielleicht wichtigsten Tor seiner Karriere. Das 3:1 für den ersten FC Kaiserslautern in der 44. Spielminute. Und damit wieder rüber nach München zu meinem Kollegen Burkhard Weber und Bayern gegen Uerdingen. Ja, und zu diesem kurzen Take aus München passt eigentlich die Überschrift Fußball-Paradox. Bernhard Winkler, der in der nächsten Saison ja für Uerdingen stürmt, schießt 2 Treffer für Lautern. Und in der 44. Minute, in dieser Minute befinden wir uns jetzt, erzielt gleich der Neulauterer Marcel Witteczek das 1:0 für Bayer Uerdingen. Und die Vorarbeit leistete Wolfgang Funkel. Er spielt in der kommenden Saison ja ebenfalls in der Pfalz. Von diesem Treffer hatte Marcel Witteczek in der Nacht geträumt, seinen Neulauterer zum deutschen Meister zu machen. Mein Kollege Andreas Spellig im Gespräch mit dem Torschützen. Wir gewinnen ja selber Türen 3:1. Da passiert nichts mehr. Egal wie wir spielen. Aber wir wollen auf jeden Fall mindestens 1 Punkte holen. Vielleicht auch gewinnen. Was bedeutet Ihnen das Tor? Ja, es ist schön, immer in München Tor zu machen. Das ist ein schönes Gefühl. Auch für Kaiserslautern. Er hatte helfen wollen, Marcel Witteczek. Aber seine Hilfe war hier in Köln nicht vonnöten. Denn der erste FC Kaiserslautern, er führte mit 3:1. Und Sie hören den Jubel vielleicht noch, die Zuschauer in Müngersdorf, über 30.000, ich hatte es zu Beginn gesagt, waren aus der Pfalz mitgekommen. Sie bejubelten dennoch diesen Treffer von Witteczek in München, die Führung für Uerdingen. Aber die Jungs aus der Pfalz setzten dann vor der Pause noch einen drauf. Und schauen Sie mal, Feldkamp und die Windmühle. Das 4:1 durch Tom Dooley, der sich in der Woche noch verletzt hatte am Arm. Und das Ganze in der 45. Spielminute. Das Müngersdorfer Stadion glich einem Tollhaus. Hier haben wir die Vorarbeit von Schupp, der einmal mehr glänzend spielte im Mittelfeld. Und Dooley hält den Fuß hin. Das 4:1 für den ersten FC Kaiserslautern in Köln-Müngersdorf. Wer hätte das gedacht? Halbzeit. Marco, aber ein super Tor zum 1:0. Ich glaube, genau das war es, was ihr gebraucht habt hier. Ja, genau. Wir haben uns gewünscht, solange es geht, dagegen zu halten, auf Unentschieden zu spielen. Und wenn wir in Führung gehen, ist umso besser. Da können wir unser Spiel machen. Das heißt, kontern und eiskalt die Chancen reinmachen. Und das natürlich jetzt so gelaufen ist, die erste Halbzeit. Damit hat keiner gerechnet. Und das ist umso besser. Elfmeter ja oder nein? Ja, ich meine nein. Also wir haben ganz normal im Zweikampf gerangelt, gehen zum Kopfball. Er hält mich und ich halte ihn, dann lässt er sich theatralisch fallen. Lasst ihr euch den jetzt noch nehmen? Nee, auf keinen Fall, das ist die deutsche Meisterschaft. Stefan, ganz kurz, die Meisterschaft scheint entschieden. Ich denke mal, Sie hätten sich auch einen besseren Abgang hier gewünscht in München. Für uns ist es jetzt entscheidend, in der zweiten Halbzeit ein vernünftiges Spiel zu zeigen und unseren Fans hier nochmal einen schönen Fußball zu bieten in der zweiten Halbzeit, egal wie es in Köln ausgeht. Kann man denn überhaupt noch motiviert sein in so einem Spiel? Ich sage, jetzt müssen wir einfach versuchen, vernünftig zu spielen, viel in Bewegung zu sein, Ball laufen zu lassen und Tore zu machen.
Ja, da klang sehr viel Resignation bei Stefan Reuter durch. Zweite Halbzeit in Köln. Für Hiegel kam Horst Held. Und es sind gerade mal 60 Sekunden gespielt. Das ist Banach hier gegen Kai Friedmann, der den Verein möglicherweise in Richtung Nürnberg verlassen wird. Und da ist Greiner, 47. Spielminute, das 2:4 in Köln-Müngersdorf. Bereits 6 Tore und nicht einmal 50 Minuten gespielt. Schönes Tor von Greiner, der ja auch bereits von Berti Vogts vorgemerkt ist. Hier noch einmal die Vorarbeit. Und dann sei schon gesagt, dass nicht nur hier in Köln sich was getan hatte in dieser Phase. Auch in München war was los. Burkhardt. Ja, ich habe es gerade schon mal angesprochen. In der zweiten Halbzeit wechselte Jupp Heynckes aus. Es kam Stefan Effenberg für den doch enttäuschenden Olaf Thon. Der Ex-Gladbacher hatte ja auch in Nürnberg bereits aus disziplinarischen Gründen auf der Bank gesessen. Und dann die 51. Minute. Der Ausgleich, das 1:1, der Torschütze Thomas Strunz in Nürnberg hatte ja auch schon getroffen. Saisontreffer Nummer 6 für den Ex-Duisburger und die Bayern machten jetzt weiter Druck. 180 Sekunden nach dem Ausgleich. Stefan Effenberg mit der Riesenmöglichkeit hier in Führung zu gehen. Klaus Augenthaler noch einmal, Stefan Effenberg. Und dann schießt er sein Tor, das 2:1. Die Bayern haben damit also ihr Soll erfüllt. Ein Sieg für den deutschen Meister hier im Spiel gegen Bayer Uerdingen war ja Pflicht. 2:1 also für München und jetzt geht es weiter in Köln mit Wilfried Mohr. Und nach diesem Treffer in München Oberwasser für den ersten FC Köln, der hier einen Freistoß zugesprochen bekommt von Littbarski. Am Ball auch Greiner und Sie sehen beinahe alle Spieler des ersten FC Kaiserslautern im 944. Bundesligaspiel. Die Truppe ist ja Der Verein ist ja seit Anfang der Bundesliga dabei, im wichtigsten Spiel seit 38 Jahren. Sah diese Chance für Köln zusammen mit den 55.000 im Stadion. Ehrmann mit Glanzparade hier gegen diesen Schuss von Greiner. Wie gesagt, Köln in dieser Phase wieder stark. Die Mannschaft schien daran zu glauben, vielleicht doch noch einmal heranzukommen. Aber zunächst 4:2 weiter für den ersten FC Kaiserslautern. Da haben wir wieder Winkler. Ein großes Spiel auch zeigte hier. Und Friedmann, der ist halt kein Stürmer. Eine Fußspitze vor ihm, Giske am Ball, das ist Friedmann. Und auf der Gegenseite die Chance praktisch im Gegenzug für Mucki Banach. Hier gegen Ehrmann, der sich in dieser Aktion leicht verletzt behandelt werden musste, aber kurz darauf doch weiterspielen konnte. Ehrmann, hier haben wir ihn, den Lauterer Torsteher. Er hatte natürlich ganz besonders unter der Niederlage in der vergangenen Woche gelitten. Sein Treffer, das erste Tor der Gladbacher von Carsten Beyers war auf seine Kappe gegangen. Und dann dieser Schuss hier von Littbarski. Abgefälscht gleich zweimal. Glück für Lautern, das hätte durchaus das 3:4 sein können. Aber hier in Köln war lange noch die Schluss. Und in München, da macht es jemand besser. Burkhardt. Ja, die Bayern aber zunächst einmal weiter gehemmt. Sie konnten sich einfach nicht freispielen. Uerdingen kämpfte weiter aufopferungsvoll. Und in der 65. Minute schauen Sie sich dieses Tor an. Grahammer geht da nicht richtig zur Sache. Ein weiterer Genickschlag für den deutschen Meister. Der überraschende, aber nicht einmal unverdiente Ausgleich im Olympiastadion. Der Torschütze Stefan Chapuisat. Die Bayern wie gelähmt. Sie waren stehend K.O. Dies hatte sicherlich mehr mit dem Kopf als mit den Beinen zu tun. Und im Olympiastadion, da war, naja, ich würde sagen, fast die Meisterschaft entschieden, weiter in Köln. Das ist der Imperator. Das ist Kalli Feldkamp, der Mann, der die Truppe vor dem Abstieg bewahrt hatte in der vergangenen Saison, der sie zum Pokalsieg geführt hatte und der hier nur noch wenige Augenblicke entfernt war vom vielleicht größten Triumph, von der Meisterschaft. Kranz konnte noch einen draufsetzen, nachdem er von Haber hier glänzend bedient worden war. Kranz, Haber, Scherr in einer herausragenden Mannschaft vielleicht die besten Spieler. Winkler natürlich auch noch zu nennen, der hier ausgewechselt wird gegen Rainer Ernst, den früheren Auswahlspieler der DDR. Das war Stefan Kunz, der mal mit nach vorne gearbeitet hatte, sich, der heute wieder Libero spielte. Und Scherr. Er schaut, Haber ist zur Stelle, das 2:5 in der 77. Spielminute. Das zweite Tor von Haber in dieser Partie, sein fünftes in dieser Saison.
Und die Wiederholung zeigt, wie konfus die Kölner Hintermannschaft hier reagiert. Alles konzentriert sich auf Scherr. 4, 5 Spieler schauen rüber, was er macht. Und in ihrem Rücken dann Marco Haber, der einköpft zum 5:2. Die Meisterschaft, wenn nicht zur Halbzeit, dann längstens hier entschieden. Und dann kam doch noch Bruno Labbadia in den letzten Sekunden dieser Partie für Guido Hoffmann. Sicherlich wollte Feldkamp ihn dann doch noch einmal die ganze Geschichte hier, dieses Spiel mit auskosten lassen, bevor er dann nach München zum FC Bayern wechseln wird. Und schließlich und endlich auch Schupp in der 90. Minute setzte er noch dieses Ding hier drauf. Das halbe Dutzend war voll. Köln, das zuletzt herbe Prügel bekommen hatte, nach dem 1:6 auch gegen Stuttgart, heute 2:6 gegen den 1. FC Kaiserslautern. Die Meisterschaft entschieden, rüber nach München. Ja, und den Schlusspfiff im Olympiastadion haben nicht mehr viele Zuschauer miterlebt. Enttäuscht waren sie bereits, abgezogen. Die Bayern heute ganz, ganz schwach, das muss man so klar sagen. Glückwunsch nach Kaiserslautern. Stimmen nach dem Spiel eingefangen von meinem Kollegen Andreas Spellig. Ich habe gesagt, dass Köln verliert gegen Kaiserslautern und zumindest einen Punkt holt. Und so ist er auch eingetroffen. Und deswegen möchte ich auch hier von der Stelle den Kaiserslautern gratulieren und gleichzeitig Danke sagen, dass sie es nochmal so spannend gemacht haben, dass wir heute nicht vor 15.000 gegen Uerdingen gespielt haben, sondern gegen 50.000. Und ich glaube, ich kann in die Spieler reinschauen, wie die vergangene Woche war vor Kaiserslautern. Und ich glaube, sie haben es verdient. Und ich muss sagen, dass auch meine Mannschaft, glaube ich, nach 12 Minuten gemerkt hat, dass heute die deutsche Meisterschaft nicht mehr drin ist. Nämlich wenn da der Mitkonkurrent 2:0 in Führung liegt, dann ist es natürlich sehr schwer, noch an die Meisterschaft zu hoffen. Ich halte Kaiserslautern für einen Meister, der es verdient hat, Meister zu werden. Wie gut das für den deutschen Fußball ist, wird sich im Europapokal zeigen. Und da mein letztes Mal hier rüber nach Köln zum neuen deutschen Fußballmeister. Die Fritz Walters der Neuzeit, sie heißen Kunz, Ehrmann, Kranz, Scherr und Co. Nach 38 Jahren geht der Titel wieder in die Pfalz. Es ist ein Erfolg der Gemeinsamkeit, ganz sicher, einer spielerisch und kämpferisch großen Saison. Bilder zum Schluss, die für sich sprechen. Sind Sie einer der einsamsten Menschen hier in der Kabine, oder? Oder einer der traurigsten? Nee, also ich bin wirklich froh, dass die Mannschaft das geholt hat, denn die hat es hundertprozentig verdient. Und das kann ich nur dazu sagen. Danke dir. Nicht so weit unten. Mehr um.
seid alle einmalig, auch die, die ihr keine Karten bekommen habt zu Hause. Ihr seid alle spitze, ihr seid das beste Publikum auf der Welt. Wir lieben euch! Wir sind stolz, dass wir euch auf diese Art und Weise Danke sagen können. Und wir sind stolz auf uns, dass wir das geschafft haben. Wir hoffen, dass wir allen in Deutschland Fußball Mut gemacht haben. Man muss nur an sich selbst glauben, dann schafft man auch unmögliche Dinge. Das war eine ganz tolle Überraschung heute hier in dem Karl-Müngersdorfer Stadion. Und wir müssen noch zu den Bayern noch einen Gruß abgeben. Ne? Das war überraschend, aber nicht überbieten. War super. 1A. Sie haben über die gesamte Saison eigentlich die konstanteste Leistung gebracht. Sie haben unheimlich toll gekämpft, tolle Moral gezeigt, auch wenn sie immer hinten gelegen sind. Und aus dem Grund haben sie, glaube ich, in diesem Jahr verdient die deutsche Meisterschaft gewonnen. Herzlichen Glückwunsch.